Bist du schon bei der Partie eigentlich? Ich glaube ja. Hast du den ersten Zug gemacht oder ich? Das war ich. Ja, mach ich jetzt. Das geht ja schon gut los. Oh, ist das Black Madima Gambit oder wie? Ah, ich vertraue auf da deine Kenntnisse als Eröffnungsexperte. Wer mich irgendwo auskennt, dann Black Madima Gambit. Das habe ich mir gedacht. Auf G4 hätte ich nicht gemacht, hätte ich nicht gemacht. Aber wie schlecht kann es sein? Nein. Ja, gut. Bringen wir mal den Läufer raus. Was soll's? Ich dachte, bevor er eingesperrt ist. Und direkt so eine schnelle Partie genommen, das war ein Fehler. 3 Minuten, das ist so unentspannt irgendwie. Und er zieht auch noch so schnell. Home Court Advantage. Nee, ich bin echt nicht mehr der Jüngste hier, Home Court. Aber wir haben auch Home Court. Das ist kein Problem. Okay. Alle Figuren entwickeln, Bauern mehr, ne? Alles easy. So schlimm kann es nicht sein, ne? Wäre ja auch komisch, wenn irgendwie dieses E4 Sinn machen würde. Ich versuche mal hier noch einen zweiten Bauern zu holen. Ja, so kennen und lieben dich die Leute. Immer Schon jetzt. auf der Jagd nach dem nächsten Bauern. So, Dame F2. Ja, vielleicht stecke ich mir ihn wirklich jetzt in die Tasche. Ich sehe eigentlich nicht, was dagegen spricht. Greifen wir zu. Steckt Kennst du eigentlich diese Bauernpartie von Dima, wo er 17 Mal in Folge einen Bauern gezogen hat? na, ah, Okay. verrückter Hund, der Dima. Oh, jetzt werden wir matt gesetzt, oder wie? Ach, Quatsch. Okay. Ja, du machst das schon. Du hast einfach den Springer eingesackt und ich soll das jetzt lösen, oder Klar. wie? Na, das schaffst du. Gut. Ich decke nochmal H7, dass hier kein Matt kommt. Und Jetzt, jetzt. ich muss wieder die schwere Entscheidung hier, ne? Ja, gut. A6, G6, Dame E1, so viele Möglichkeiten. Luxusproblem, würde ich sagen. Wenig. Ich finde, das ist sehr viel Verantwortung und wenig Reward. Aber ich glaube, ich mache hier auf doof. Wie? Ich habe ein bisschen Angst. Gefällt dir nicht H6? Dame E4, ne? Nee, Ein bisschen auf. mach einfach. Nee, 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 nee. Das ist, wie gesagt, eine wichtige Entscheidung jetzt. Ja, Hauptsache, du denkst nicht noch länger nach. Doch, ich gucke mir das noch ein bisschen an. G6. Ah, wie man es macht, ne? Wie man es macht. Ja, G6 ist doch gut. Dame schlägt E1, wäre auch gut, aber Dame E1 war auch gut. ist ein Ich glaube, bisschen nur zu. H6 war ein bisschen wackelig. Wobei selbst H6, Dame H6 gefällt. E4, auch dann Dame Dame E1 E1 noch. immer noch. Oh, jetzt Oh, haut aber jetzt will er es alles wissen. rein. Will er es echt wissen. Das kann aber doch nicht gut gehen, mein Freund hier. Den schlage ich doch einfach. Mal, ich sehe keine Probleme. Noch genügend Zeit auf der Uhr. Also alles easy. Wie alt bist du So. eigentlich heutzutage? Bist du schon über 30? Ich kriege es alles nicht so mit, weil ich so uralt bin. Nee, ich bin noch unter 30, 28. Aber Bam, ich habe. 28, also echt noch blutjung. Blutjung, Nice. ja. Ich habe gesehen, du hast bald Geburtstag. Ey, kann schon, ich will es gar nicht wissen. Nächste Woche. Oh, der Tom wird gar nicht geschlagen. Der wird eiskalt weitergefesselt. So ist das gut. Ja, hier kommt bestimmt Turm G6 rein. Ja, kann ich ja schon mal pre-moven. Kein Problem. Ja, Yannick hatte gefragt, muss man sich registrieren bei Chess24, um dich herausfordern zu können? Ja. Also, wenn du noch keinen Account hast bei Chess24, dann mach dir kurz einen und dann kannst du mich auch herausfordern. Und Yannick ist nämlich vor kurzem Mitglied geworden auf YouTube. Von daher, gute Sache, schön, dass du wieder dabei bist. So, der Primo hat funktioniert und jetzt sammeln wir die Lorbeeren ein. Ach, war das mein Primo oder dein Primo Ach hier? so, das war mein Primo. Das war eigentlich Okay, gegen die also ich war Regeln. dran, ja? Eben. Also nicht, ob das überhaupt so in Ordnung geht. Er Ja, hat aufgegeben. das hat niemand mitbekommen. Genau, hier hätten wir jetzt auch noch auf D4 geschlagen, dann auf F1 und hätten uns zwei mehr Türmen erfreut. GG an Home Court Advantage für die erste Partie. Guter Einstieg, würde ich sagen. Petra Ketzner sagt, bin sogar nur 16. Das gibt's nicht. Dass es Leute gibt, die nur 16 sind auf der Welt. Da muss man aufpassen hier gerade, Chris D'Elia-mäßig. Ich bin, wie alt bin ich? Ich werde 41 jetzt, ne? Das ist korrekt, ja. Boah. Aber im Herzen bin ich total jung geblieben. Das ist so Wer-Anschku ist nur 12. Wie alt ist so dein Durchschnittspublikum? Bist du eher so jung und hip oder sind das schon die alten Männer, die sagen, ja, der Wuschenbeet, den gucke ich ja auch total gern. Ich glaube, es ist eine bunte Mischung, um ehrlich zu sein.
Aber ich weiß, was du jetzt angestoßen hast, ist, dass jetzt jeder hier sein Alter reinpostet, wahrscheinlich im Ja, finde ich Chat. super. Und Also dann. nicht lügen, ne? Ich mag keine Leute, die im Internet über ihr Alter lügen. Ja, das gibt es aber auch häufiger, dass dann Leute schreiben: Ich bin 11, ich muss gleich ins Bett, jetzt nimm mal eine Partie an. Und ist so ein bekannter Trick. Ich weiß nicht, ob du das auch hast, wenn du auf Chess24 gegen die Leute spielst. Aber ich bin sehr hartherzig. Also ist mir wurscht. Okay, gut. So. Okay, ja, wir gehen mal zur nächsten Partie, würde ich sagen. Okay, Sir Wilfried startet hier den Contest. Ich bin 60, oder ich werde 60, wer ist noch älter? Okay, mal sehen, ob das noch jemand toppen kann. Alles klar, ich nehme jetzt mal ganz wild hier irgendwo aus der Mitte. Chessmat. Oder Chessmat. 3006. Ich lasse dir mal den. Ja, fang du auch mal an. Im ersten Zug. Wir haben ja ein bisschen unterschiedliche Eröffnungsrepertoires. Ich habe ehrlich gesagt gar kein Eröffnungsrepertoire mehr. Du bist ja jung und aktiv. Bei mir Thailand Open ist abgesagt worden, also habe ich echt keinen Grund, Eröffnung zu lernen im Moment. Also habe ich nichts. Aber hier Läufer raus, weiß ich noch. Alles klar, danke an Raphael für den Support. Und Jan natürlich, wie immer bescheiden. Für die, die es nicht wissen, er ist mehrfacher Sekundant schon gewesen von Magnus Carlsen. Als wenn das ein Titel wäre. Mehrfach Sekunden. Nicht nach dem ersten Mal rausgeflogen. Ja, Aber gab stimmt, es ja ich auch bin welche, ne? Eröffnungsfuchs. Mit Sicherheit. Immer viel Schwund in der Branche. Aber ernsthaft, ist natürlich so, dass ich mich schon mit Eröffnungen beschäftige, sei es jetzt hier berufsmäßig oder sekundantenmäßig. Aber es ist immer was anderes. Finde ich, wenn man für jemand anders arbeitet oder für eine Videoserie oder whatever, als wenn man für sich selber arbeitet, wo man halt diese Wiederholungen hat und immer die Praxis, okay, jetzt spiele ich gegen den, muss ich mich auf dies und das vorbereiten. Und das fehlt mir so ein bisschen, das Element, merke ich am ehesten mal, wenn ich aus Versehen mal gegen jemanden vernünftigen blitz und dann denke, oh, ich habe überhaupt keine Eröffnung mehr, wenn man halt nicht mehr so dieses spezifische gegen nicht so tolle Sachen sich regelmäßig vorbereitet. Ja, Aber weil man die ist Sachen schon schwer. vergisst mit der Zeit. Ja, gar nicht so vergessen, sondern du hast halt nicht diese ständige Repetition. Ich habe bestimmt noch Files, wo ein Kram drinsteht, aber wenn man sich die nie anguckt, weil es keinen Anlass gibt dazu, dann ist es halt nicht so drin. Ja. Kennst du eigentlich das Nackmann-Sonnengambit? Jan. Das Nacktbaden-Sonnengambit? Genau das. Ja, ich lerne viele neue Gambits, seitdem ich jetzt streame, weil die Leute, ich weiß nicht, wo sie es immer herkramen, aber sie kommen mit sehr ungewöhnlichen Gambits um die Ecke. Auch das sogenannte Jerome-Gambit ist sehr beliebt. Sagt ihr das was? Das vermutlich auch nicht, ne? Ich kenne echt wenige Gambits. Ich kenne, was kenne ich? Marshall Gambit kenne ich. Und Du sonst, kennst die ne. guten nur, ja? Ja, ich bin allgemein schlecht mit Schacheröffnungsnamen. Meistens, wenn man mir die Züge sagt, dann habe ich schon mal gesehen. Aber so Namen, gerade so von so obskureren Sachen, kein Plan, wie was heißt. Ja, vielleicht kriegen wir es dann noch hin, heute dir das ein oder andere Gambit beizubringen. Gegen das Nackmann-Sonnen-Gambit habe ich tatsächlich selber im letzten Stream gespielt und hätte fast verloren. Also es ist nicht ohne. Ist witzig. Ich frage mich, ob du das schon mal gesehen hast, aber wahrscheinlich schon, weil du hast echt schon sehr viel gesehen. Sag mal Züge, wir machen das kurz im Kopf. Sorry, wenn das nicht alle mitkriegen. Aber vielleicht können wir es ja später noch auf ein Brett stellen. Jetzt Was bist du ist das neugierig, eine ja? Nacktschneckengambit? Das ist E4, E5, Springer F3, Springer C6, Läufer C4, Springer F6, D4, ED4, kurz Rochade, Springer schlägt E4 und Springer C3 an dieser Stelle. Das habe ich schon mal gesehen, glaube Okay. ich. Kennt alles. Ja, E4, E5. Mehr. Also Fortspann C3, gängiger ist noch Turm E1. Na gut, jetzt verlieren wir hier die 50.000 Zuschauer, wenn wir noch mehr Blödsinn reden. Müssen wir aufpassen. Aber wir sind schon Absolut, absolut. über 1000 insgesamt. Meine Güte, Freunde, herzlich willkommen Da muss ich heute. doch die Füße vom Tisch nehmen. Warte. Deine Okay. Füße sind nicht im Bild, von daher alles entspannt. Aber trotzdem. Ab 1.000 Leute setze ich mich gerade durch. Jetzt sind die 1000 auch auf YouTube dabei und natürlich auch Grüße gehen raus an alle auf Twitch und auch auf Facebook, ganz besonders unsere Freunde Ne, von nicht auf Facebook. Facebook.
Okay. Haben Wie wir eigentlich eine sieht's? Figur mehr oder irgendwas? Ja, die haben wir mitgenommen vorhin. Wir können ja auch mal ab und zu was zur Partie sagen. Also, Figur mehr sieht gut aus für uns. Und vielen Dank an Schach Loser für die Spende und den Support. Vielen Dank. So, bist du dran? Ich glaube schon. Okay. Und das Jerome Gambit, ich überlege noch mal, das habe ich schon wieder vergessen, das Jerome Gambit. Das war auch irgendwas. E4, E5, Springer F3, Springer C6. Auch irgendwas mit einem ganz frühen Opfer. Ah ja. Ah ja, Läufer C4, Läufer C5. Und jetzt Läufer schlägt F7 Schach. Das klingt unseriös. König schlägt F7, Springer schlägt E5 Schach. Ich glaube, so ging das. Wird nicht besser. Ja, so war das doch, oder? Ja, Raphael schreibt das auch rein. Danke dir. Ja, das ist. Ich glaube, das ist noch ein bisschen unseriöser als das Nackmann-Sonnengambit. Wo die Leute das alles ausgraben, frage ich mich immer. So. Was machen wir hier? Wir gehen weiter auf die Dame, Springer E4. Holen wir sie uns noch vielleicht. Geht er wieder auf die Dame. Ja, wie entstehen solche Schacheröffnungsnamen? Denkt sich ein Herr Nackmannsson das aus und sagt dann hier, pass auf, das heißt jetzt Nackmannsson-Gambit und andere Leute sagen, okay, wenn du sagst, es ist Nackmannsson-Gambit, ist das so? Oder gibt es da eine Jury, die entscheidet, ab jetzt heißt diese Eröffnung Nackmannsson-Gambit? Ja, es wäre eigentlich gut, wenn es da eine Jury geben würde. Ich wäre Denn gerne in der Jury. Ich kann mich den Namen nicht merken, aber ich würde gerne bestimmen, wie was heißt. bei Nackmannsson, das ist auch irgendwie ja, ein bisschen schwierig zu auszusprechen. Okay. So, wie sieht's aus? Turmfigur mehr? Läuft. Gibt es ein Gustavsson-Gambit? Ich glaube nicht. Ich glaube auch nicht. Oh, ich kann matt pre-moven. Das mache ich doch gleich mal. Ist das schön aufgesetzt. Na, Springer F6 habe ich schon gesehen. Oh, jetzt wird dem Gegner hier, unsere Zuschauer können das nicht sehen, aber an dem mir wird jetzt vorgeschlagen, ich soll das Profi-Repertoire für die spanische Partie anschauen, was meine eigene Serie ist hier auf Chess24. Okay, das ist lieb. Alles klar, danke für die Partie an ChessMat 3006. Ich frage mich da immer, woher diese Zahlen kommen bei den Leuten. Das ist. Normalerweise 3006 ist, glaube ich, Geburtstag am 30. Juni. Das ist meine Theorie. Also Gut, bald. ich möchte ihm nicht zu nahe treten, aber es war ja nicht die Spielstärke jetzt 3006. Ist auch nicht das Geburtsjahr. Also bleibt eigentlich nur 30.06. Ja, das ergibt Sinn für mich. Okay, so, dann gehen wir doch mal zur nächsten Partie. Bisher läuft das ja wunderbar hier. Nehmen wir mal, das ist doch hier ein schöner Name, Pferdchenfreund. Wir spielen gegen Pferdchenfreund eine Partie. Willst du mal die Züge ansagen? Also Hand and Brain, Jan sagt an und ich ziehe sie. Probieren wir Was muss das ich mal. sagen? Du meinst, ich soll die Figuren ansagen, ne? Oder Ja, die das. Züge ab? Aber das ist ja nicht so challenging dann. Ich Genau, traue dir die. zu, dass du weißt, wo E4 ist. Ja. Also, was sage ich, Bauer? Ja, das ist in der Regel ein guter Start. Könnt ihr euch merken, Freunde. Ist das das Geheimnis deines Erfolgs, dass du das Publikum Freunde nennst? Aber vielleicht sind es ja auch deine Freunde. Weil ich Ja. sage mal, so ihr Trottel, jetzt machen wir mal dies, das, jenes. Aber Freunde ist vielleicht schlauer. Es kommt, glaube ich, ein bisschen netter rüber, so insgesamt. Könnte sein. Und wir sind schon eine große Familie hier auf dem Kanal. Also Aber es ist natürlich gelogen, ne? Kennst du einen deiner Zuschauer privat? Ja, ich kenne alle meine Zuschauer. So, sag mal einen Zug an. Bringst mir die Verlegenheit hier. Springer. Okay, vielleicht kriegen wir jetzt das Nackmannsson-Gambit aufs Brett. Nee, doch nicht. Russisch. Springer. Okay, ich greife zu auf E5. Springer. Oh, hier gibt es auch ein Gambit, oder? Ist das die Stelle? Du würdest mutig auf F7 schlagen. Ich weiß nicht, ob man das als Gambit.
Das hat doch selbst Magnus Carlsen schon gespielt gegen Yu Yang Yi in einer Blitzpartie. Das kann sein, Bauer. Erinnerst du dich An was? an die Partie? Ja, ich glaube, er hat verloren. Ist auch der einzige Läufer. Ja, das war, da war on tilt beim Sinkefield Cup, also dem Blitzturnier, Blitz und Rapid letztes Jahr, hatte ich König. gesagt, komm, ich hau mal einen raus, aber hat sang- und klanglos gegen Yu Yang Yi verloren. Toprak hat auch mal gemacht gegen Kramnik. Die Älteren unter euch werden Topalov noch kennen. Ja, sieht man jetzt nicht mehr so viel in letzter Zeit. Er wurde nicht eingeladen bisher bei der Magnus Carlsen Tour. Okay. Aua. Ich weiß nicht, ich glaube, Toppi geht's gut. Er seine. Oh, hier, Dame, jetzt holen wir mal das Schüssel zurück. Toppi hat seine Familie, chillt da in Spanien, in Salamanca, glaube ich. Ich glaube, dem geht's gut. Der wird genug Kohle verdient haben und genießt jetzt das Leben. Ja, auf Die jeden Fall. Corona-Zeiten vielleicht nicht ganz so mit Family, aber ich glaube, sonst geht's ihm gut. Ja. Und Hugo de Real sagt, Jan ist der Onkel, der auf der Hochzeit einen zu viel trinkt und zu ehrlich ist. Würdest du dich so Nee, einordnen? ich bin. Nee, ich trinke wenig, aber ich bin häufig zu ehrlich. Was vor der Kamera geht's immer, aber hinter der Kamera macht mich das leider sehr unsympathisch. Da macht man sich nicht nur Freunde mit. Dame. Ja. Also ich bin schon, ich sag schon nüchtern, ey, willst du die wirklich heiraten, Kollege? Überleg dir das nochmal. Und kommt nicht immer gut an, wenn er sie wirklich heiraten Okay, will. ja, das ist schwierig dann, so ein Ratschlag. Ja, habe ich auch gelernt. Aber wie Guck mal. hast du, war das jetzt ein Scherz oder so ein Beispiel, oder hast du das wirklich schon mal gesagt? Das weiß man nie. Das ist ja, was mich so sympathisch macht. Ich tanze immer auf der Linie. Es könnte stimmen, ich könnte es mir auch Ja, ausgedacht ich glaube nicht, dass du das schon haben. gesagt hast. Ich bin wie der Joker mit seiner Backstory. Ja. Nee, wegen Hochzeit habe ich es noch nie gesagt. Ich habe Leuten schon mal gesagt, wenn sie mir ihre Beziehungsprobleme geklagt haben. Ja, absägen die Alte. Und auch das ist nicht besonders schlau, wenn die Alte dann nicht abgesägt wird, weil damit zerstörst du dann die Freundschaft. Selbst wenn man den Rat völlig ehrlich meint und ernst, Turm, mache ich auch völlig ehrlich und ernst, dann ja, ist das nicht immer eine gute Idee. Ja, na gut. Okay, die Leute sagen es schon, wir sollen auf die Zeit achten. Ich glaube, es ist auch die Hoffnung von Pferdchenfreund hier in dieser Das Stellung. Mädchenfreund hat aber keine Chance. Bauer. Okay, decken wir den mal. Decken wir mal beide Freunde auf D4 und C2. Das sind auch meine Freunde, meine Figuren. Ich habe sehr viele Läufer. Freunde hier. So, bringen wir den mal zurück nach F3. Wunderbar. Ja. Läufer. Okay, spielen wir den mal raus mit Schach, auch eine schöne Sache. Springer. Springer raus. Jans wahrer Charakter ist Radio Springer. Jan, der Rest ist nur geschauspielert. Ja, das ist die Frage. So, Springer, sagtest du? Ja, weiß ich nicht. Die Wahrheit liegt irgendwo in der Mitte immer. Mich nervt es hauptsächlich. Sobald ich was Lustiges sage, sagt jetzt immer jeder, jetzt scheint wieder Radio Jan durch. Digga, Radio Jan bin ich, wenn ich mir eine Sonnenbrille aufsetze. Also, ich weiß nicht, was der wahre Charakter ist. Ich glaube, wir spielen alle verschiedene Rollen. Niklas ist bestimmt vor der Kamera auch ganz anders als Ja, sag erstmal privat. wieder einen Zug. Springer, siehst du, siehst du? Ich mache mir nämlich langsam ein bisschen Sorgen um unsere Zeit. Jan braucht einen eigenen Kanal. Ja. Läufer. Nee, Turm meinte ich. Ich habe zu viele Kanäle, das ist mein Problem. Ich arbeite ja bei hier der wunderschönen Seite Chess 24 und kommentiere mal auf Deutsch, mal auf Englisch, dies, das. Wenn ich mich immer rausschmeißen, dann, weil ich auch nichts anderes kann, dann habe ich bestimmt hier auch eigene Kanäle. Aber nee, Twitch Chess24 und Chess24.de auf Deutsch, da bin Ja, ich. da könnte So. Jan. Genau, sag erstmal was. Springer. Das ist schlau, wir haben eine Figur mehr Eis, wurscht, was immer. Ja, ist ziemlich wurscht, solange wir nicht auf Zeit verlieren. Also, ab morgen könnt ihr Jan wieder Turm. auf Chess24 sehen. Aber das könnt ihr gleich noch erzählen. So. Turm. Ja, bringen wir mal einen Jetzt Turm werde ich ins doch ein Spiel. bisschen nervös. Jetzt wirst du Pferdchen. nervös? Ja, hier läuft D7, das soll ewig das.
Ja, läuft er diesen. Oh, hat er Bauer. gefunden. Hat er gefunden. Sagst du Bauer. das? Ah, Bauer. Schöner Zug. Und Vincenzo freut sich. Endlich mal Jan dabei. Ist mein Lieblingsspieler. Oh. Gut, das tut mir leid, oder? Bauer. Bauer. Wir hätten doch jetzt Ja. schon eindringen können in die gute Stube. Nee, Hier, nicht nach immer gleich E7. eindringen. Ey. Man muss sie auch erstmal kennenlernen. Turm. Es schauen noch jüngere Zuschauer zu, ne? Nur, dass du das im Kopf behältst. Gut. Wir kriegen Niklas gecancelt hier heute. Alles gut. Turm E7, schön auf die siebte Reihe. Und dann sammeln wir hier noch ein bisschen Material ein. Genau, Edspi. Wir spielen Ansageschach bzw. Hand to Brain. Einer sagt die Figuren an, der andere zieht sie. Und Jan ist gerade mein Brain. Und wir haben erfolgreich diese Partie gewinnen können gegen Pferdchenfreund. Ja, wir haben auch alle seine Pferde, seine Springer geschlagen. Von daher, das war klar, dass das gut laufen würde für uns. Ja, da blieb nicht viel übrig. Ja. Pferdchenfreund. Oh Mann. Okay, dann machen wir das Ganze doch mal andersrum. Wie wär's damit? Wie wär's damit? Guck mal, hier heißt einer Jan 1997. Ah. 1997 ist ja wie ich nur umgedreht. Ich bin Jan 1979. Ja, dann passt das doch perfekt. Dann sag ich diesmal die Figuren an und sage Bauer. Oh, muss ich Züge machen? Warte, ich muss hier mal gucken, was funktioniert. Ja. Janni Boy. Jan gegen Jan, das große Duell. Also, Jan, erzähl doch mal, wo du morgen im Einsatz bist. Was mache ich morgen? Okay, erstmal noch vielen Dank an AntreXXL für den Support. Er wettet André. weitere 25 Euro, dass dieser Live-Chat nicht jugendfrei bleibt. Na, André, was du da Hier heraufbeschwörst. siehst du dir, da eigentlich 12,50 € davon abhaben, die habe ich dir verdient mit dem schmutzigen Witz. Sonst hätte er das nie gemacht hier und gesagt, ja, bitte weiter, weiter Schmutz. Springer. André XXL. AntreXXL ist. XXL steht für seine Großzügigkeit im Übrigen. Er ist bei fast jedem Stream dabei und zeigt sich ja, sehr großzügig. So, ja, du machst die Züge ja ohne, Das dass ich was widerlegt sage meine hier. These. Ach so, Okay. sorry. Du hörst bestimmt auch Bauer gesagt. Bauer, Sag ja, an. passt. So. Genau, morgen fängt irgendein Turnier an, habe ich gehört, Jan. Erzähl doch mal ein bisschen. Bauer, Morgen ja. beginnt das Chessable Masters, das dritte Event der Magnus Carlsen Tour, der Serie von Online-Turnieren. In Corona war ja nicht so viele Offline-Turniere. Deshalb hat Magnus Carlsen zusammen mit Jutta Nielsen Chess24 die Magnus Carlsen Tour ins Leben gerufen. Morgen das Chessable Masters, dritte Event. Ich glaube, 8 von 10 Spielern der Top 10 sind dabei. Unter anderem der Weltmeister, dies, das, jenes. Hast du Bauer gesagt? Dame habe ich Oder? gesagt. Okay, dann machen wir daran Also habe kommen. ich jetzt gesagt. Okay. Und ja, ich kommentiere auf Deutsch. Ich wurde befördert in die deutsche Show. Und ja, bin sehr gespannt, weil ich bin auf Englisch natürlich sehr, 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 sehr stark. Aber Deutsch, meine Muttersprache, geht mir doch noch ein bisschen leichter von der Hand. Wie ist es bei dir? Machst du Deutsch und Englisch? Machst du nur Deutsch oder wie ist da? Ich sage erstmal, Wie ist Bauer, deine ja. Streaming-Community? Ja. Du kannst mir Gedanken lesen, sehr gut. Ich mache tatsächlich nur noch auf Deutsch, jetzt seitdem ich wieder angefangen habe, sehr viel Videos aufzunehmen und Streams auch aufzunehmen. Denn das war einfach immer sehr verwirrend für die Leute und ich konnte nie alle zufriedenstellen. Manche wollten dann auf Englisch, manche auf Deutsch. Und habe ich gesagt, okay, ich starte jetzt nochmal durch auf Deutsch und die Resonanz zeigt auch, dass das ja, gut angenommen wurde im Da Großen muss und ich entscheiden. Ganzen. Ne? Ist auch ein bisschen mein Problem tatsächlich, weil ich auf Chess24 ja echt gut deutlich mehr Englisch mache als Deutsch, aber dann auch ab und zu auf Deutsch. Aber dadurch natürlich nicht in der Frequenz. Bauer. Ich finde es auch schwierig. Oder vielleicht ist gar nicht schwierig. Aber, ich glaube auch, es macht Sinn, auf jeden Fall so als Streamer bei einer Sprache zu bleiben und nicht Ja. ständig zu switchen. Ich denke auch. Also 8 der Top 10 habt ihr dabei in dem Chessable Masters. So, ich sag mal Springer.
Das ist ja schon, ist ja stärker als so, ja, jedes Real-Life-Turnier, sage ich mal, jedes Offline-Turnier. Okay. Ja, ich habe es nicht ausgerechnet, aber ich glaube, viel mehr aus der Top 10 geht da gar nicht. Ja, wahrscheinlich nicht. Ich sag mal Läufer. Sagst du mal? Und Axel würde gerne Jan mal auf Spanisch kommentieren sehen. Ja, das habe ich auch gedacht. Spanisch kannst du ja theoretisch auch noch, aber das selten, ne? Ja, mein Spanisch ist auch nicht so gut wie mein Englisch oder mein Deutsch. Also da Läufer? fehlt mir ein bisschen Vokabular und ich habe auch einen starken Akzent, für den ich mich ein bisschen schäme. Auf Deutsch auch natürlich, den starken Hamburger Akzent, aber auf Spanisch ist fast noch schlimmer. Deshalb ja Spanisch selten, aber im Notfall Bauer? würde es auch gehen. Ja, aber der Hamburger Akzent ist doch sympathisch. Ich glaube auch, ich mache ihn auch immer ein bisschen dicker. Ich weiß nicht, ob du das merkst, wenn ich auf Sendung bin. Privat rede ich gar nicht so. Privat ist so: Hallo, wie geht es dir heute? So ungefähr, ja. Oder ich glaube, du kostest das ein bisschen aus, dass du, was heißt, kostest das aus, aber du bist ja nicht so häufig im deutschen Stream. Ja, und dann, Ich rede wenn. tatsächlich, kein Spaß, ich rede relativ wenig Deutsch, weil ich Ja. rede zu Hause Englisch, ich gucke meistens auf Englisch fern, meistens jobmäßig ist auf Englisch, deshalb ja, freue ich mich immer, wenn ich mal Deutsch sprechen kann. Na, wunderbar. Genau, Pascal fragt, was für ein Format wird da gespielt? Das ist 15 plus 10, wenn mich nicht alles täuscht, bei den Chessable Masters. Das klingt richtig, ja. Genau. Turm. Ja. Also Freunde, da könnt ihr ab morgen für, ich glaube, knapp 2 Wochen, könnt ihr das Turnier verfolgen. Live-Kommentierung von Jan in Kombination mit Josefine Heimelmann und Sonja Marie Maria Blum. Oder Sonja Blum, glaube ich. Korrigiere Ich mich, habe den wenn Namen ich. auch noch nicht so drauf, aber ich freue mich trotzdem auf die Show. Ja, Springer, sage ich mal. Also ja, ich glaube jeden Tag 16 Uhr hier. Der Magnus spielt, der Fabi, der Hikaru. Also wird eine heiße Kirsche. Wird eine heiße Kirsche. Ihr habt es gehört hier. Wird eine heiße Kirsche. Bommelöwe hatte ich auch bei Rocket Beans gesehen und hat das für gut befunden. Oh, Ja. das freut mich, das freut mich. Auch da einiges in Planung, einiges in Planung. Genau, Läufer, sage ich mal nachträglich noch. Okay, wie steht es hier eigentlich? Wir haben Bauern mehr, Läufer. Sieht im Großen und Ganzen positiv aus, würde ich sagen. Okay, nochmal Läufer. Muss ich nicht viel nachdenken. So. Springer. Ich muss kurz husten, warte mal. Ist das der Mute? Ja, das war der Mute-Button. Ja, korrekt. Ich weiß nicht, ob ich ihn rechtzeitig getroffen habe. Wenn nicht, dann Doch, Entschuldigung. hast du. Sehr gut. So. Bauer. Ja, jetzt wo Schwarz hier abgeschlossen hat am Damenflügel, können wir ganz entspannt unser Spiel aufziehen am Königsflügel und unseren Mehrbauern zum Sieg verdichten. Ja, das hatte ich mich eben auch gefragt. Sprichst du mit deiner Tochter Deutsch ab und zu, oder? Ab und zu. Wir reden wenig, aber wenn, dann auf Deutsch. Nee, kann ja auch sein, dass ihr auf Englisch spricht, vor allem, das weiß ich ja nicht. Oder auf Nee, ist Norwegisch, oder? ein bisschen verwirrend hier. Ich rede Deutsch mit meiner Tochter, aber Englisch mit meiner Frau und die redet Norwegisch mit unserer Tochter Ah, das. und unserem Sohn. Ich habe zwei Kinder inzwischen hier. Ich habe ein Doppelkind jetzt. Wie jetzt? Also, es Das ist hier erfahre ich sehr jetzt so viel. nebenbei? Ach was. Naja, ich meine, von dir weiß man ja gar nichts privat. Wir haben bisher nur so Berlin, Läufer. Großraum Berlin rausgefunden. Ja. Ich bin ein offenes Buch. Ein offenes Buch, ja. Dann sage ich doch mal Läufer. Sehr gut. Wie, ja, da bin ich jetzt ein bisschen baff, dass ich das nicht mitbekommen habe. Ich Ja, sag ich bin auch mal, gar kein so offenes Buch, auf Bauer. jeden Fall nicht in den sozialen Medien, also ich König. weiß nicht. Wie alt ist denn dein Sohn? Bauer? Kein Plan, ich glaube noch null. Okay, also es ist noch nicht so lange her. Nee, so 2 Wochen Turm? ist er alt, so ungefähr.
Also Turm hast du gesagt, sorry. Okay, ja gut, dann fühle ich mich jetzt nicht so schuldig, dass ich das nicht mitbekommen habe. Das ist erst 2 Wochen her ist. Ja, Glückwunsch an Jan. Genau. Danke, danke, danke. Wow. Ich mach mal Dame Ja, hier. Dame ist eine gute Idee. Weil jetzt spielt er aber schnell, ne, Bauer? Dame? Ich habe es gar nicht richtig durchgerechnet, aber wird schon passen. So, Dame. Turm. Ja, wir gehen aufs Ganze. Was hilft der König? Was hilft der Turm, wenn man den König haben kann? Dame. Ich taste mich erstmal ran hier. Ja, wir tasten uns auch auf der Zeit ran und haben den Sieg eingeholt gegen Jan 1997. Sehr gut. Danke an Jan. Na? Danke, Jan. Okay. Ja, wow. Aufregend. Jetzt zweimal Nachwuchs bei dir zu Hause. Wie alt ist denn deine Tochter inzwischen? Immer diese schwierigen Fragen, lass mich nachdenken. Geboren 2016, ich glaube, dieses Jahr hat sie noch nicht Geburtstag. Also 3. Immer Spaß, es ist 3, sie wird bald 4. Alles klar. Ja. Und jetzt kommt natürlich die Frage, die ja immer alle Leute stellen werden, vermutlich. Wirst du ihnen Schach beibringen oder ist das oder nicht oder? Diese Schachfixierung sehe ich nur bei dir, die Frage ich noch nie gehört. Kein Plan, ich glaube, das macht man so, wie sich's natürlich ergibt, oder? Ich wollte eigentlich nicht so, wobei wer weiß, vielleicht bald, so verbitterter Schachvater werden, wo dann, ja, meine Kinder müssen erreichen, was ich nicht erreicht habe. Jetzt werde hier nur noch Schach trainiert. Aber mein Gott, wenn sie Schach lernen wollen, ey, werde ich das Schachbrett nicht verstecken. Okay, aber du wirst ihn jetzt auch nicht vor die Nase halten. So in dem Sinne. Na, vielleicht. Nee, aber meine Tochter spielt schon manchmal, ich habe oben tatsächlich so ein Schachbrett. Spielt manchmal mit den Figuren, aber nicht so regelkonform, ist meine andere Sache. Haut eher so mit der einen Figur die anderen. Da ist noch Luft nach oben. Ja, schon der Start ist auch manchmal zu Gast im Stream, auf jeden Fall. Absolut, absolut. Da ein Video gesehen, wo sie mit dem Greenscreen ein bisschen gespielt hat, glaube ich, oder wieder hervorkam. Ja, sie erschrickt mich mal ein bisschen so geistermäßig. Geistermäßig. Okay, Ja. kommen wir nehmen hier mal einen richtig starken Gegner an. Fabi Caritalie. Dann würde ich sagen, machen wir abwechselnd ziehen. Nochmal eine Partie. Fabi, altes Karmückel. Kennst du ihn? Er ist hier auch Premium-Mitglied. Vielleicht habt ihr auch schon mal gegeneinander gespielt. Ich fange Wir mal haben an mit dem bestimmt ersten schon mal Zug, gespielt. weil du gegen alle Premium-Mitglieder schon mal gespielt hast. Die meisten auf jeden Fall, ja. Also bin ich dran? Ja. Ich weiß gar nicht, was bist du denn so für Öffnungstyfuchs? Du bist Ich wahrscheinlich kann eher nur so ein Knight auf. Weidorf-Typ, Also ne? Okay, es dann ist Hopfen und schon Malz zu schon spät. verloren, Dann ja. entscheide jetzt ja. Oh Gott, oh Gott. Wie, bist du Das kann Sveshnikov? harder werden Du gegen bist Fabi. Team Sveshnikov, ja? Oder was? Sveshnikov wäre ich eine Maschine natürlich. Natürlich, natürlich. Ja, müssen wir ein bisschen improvisieren hier. Spielen wir mal beide was, was wir sonst nicht so häufig machen. Oh, ich bin schon komplett out of book hier. Ich glaube, den zieht man vor. Ich habe jetzt schon Angst. Normal sage ich mein König schon auf H8 in dieser Partiephase hier. Läufer F6, so spielt man das. Was soll das? Kommt jetzt einmal irgendein Opfer auf B5, Fabi, oder was? Ja, ich glaube, mit dem B5, Bauernstück mal B4, auf was? F6. Irgendwas ist immer. Ja, jetzt wird es nämlich schon ein bisschen tricky wahrscheinlich. Was ist los? Nichts los, sagst du? Okay, ich schlag dir mal. Das muss ja erstmal nachweisen, Fabi, dass das hier auch nur ansatzweise funktioniert, Lange was auf du hier. Hade? Ich dachte, David E8. Ja, Um Gottes Willen. Quatsch. Du reitest mich hier rein. Der zerreißt uns jetzt in der Luft, glaube ich. Ne, ne, ne. Okay, also ich Kriegt er nicht bin. auf die Kette. Fabi ist jetzt hier schon voll in Panik. Also, ui, jetzt bin ich aus dem Buch, was soll ich tun? Mein Springer ist angegriffen, mein Bauer ist angegriffen. Ja, aber der ist leider ziemlich gut, der Zug. Ja, irgendwas ist immer.
Ja. Ist die Frage, ob wir jetzt schon aufgeben oder ob wir noch ein paar Züge Was? machen. Warum denn? König C7 wäre schon ja super. König C7 willst du machen? Klar. Oder König B8 wäre auch gut. Gefällt mir eigentlich beides gut. Okay, ich. Ja, ich mach mal König B8. Das ist natürlich ein bisschen Leguan-mäßig gespielt, König B8. Aber irgendwas immer. Was soll denn das heißen, Leguan-mäßig? Der Achso. Leguan Leguane sind sehr, sehr devote devote Tiere. Tiere. Genau. Okay, ja, ich sehe, du kennst die Referenz. Ja. Wundere mich, dass du die Referenz kennst. Ja, ich war jetzt auch Wir überrascht, haben dass doch du sie mehr kennst. gemeinsam, als ich dachte. Ja, gut, Hier, legendär. Fabi. Christian Ulm. Mal. Alexander von Eich. Ja, aber jetzt haben wir doch einfach eine Verluststellung. Was? Warum das denn jetzt schon wieder? Hm, so pessimistisch. Okay. Ja, und Das ganze realistisch. Turm weg. Ganzer Turm weg wäre natürlich doof. Also Qualle hätte ich noch abgekonnt. Ganzer Turm ist bitter. Ja. Okay, müssen wir durch. Noch ist nicht aller Türme Abend. Jetzt müssen wir einen guten Zug machen, natürlich. Ich glaube, es ist aller Türme Abend hier. Nee. Okay. Ich weiß schon, worauf du. Nee, aber der rettet auch nicht. Ach. Wir kriegen nicht mal den Springer hier. Natürlich. Er kann doch nach D6. Reden wir beide von Springer E5? Nee, ah, okay. Ja. Da muss man Jan noch muss mir ein mal. bisschen helfen hier. Okay. Ja, da zeigt Jan seine Klasse. Ja, ganze Partie schon. Ja, Langeochade, Dame steht auf 6. Ja. War ein bisschen ungünstig. Also, Freunde, im Stream wird hier der Chat angezeigt, sowohl von YouTube, Twitch und Facebook. Da könnt ihr das alles mitverfolgen. Und wir sehen das alles, was ihr schreibt auf Twitch, YouTube. Also könnt ihr gerne schreiben und Fragen stellen. Oder auch was ihr so denkt. Ach nee, nicht was ihr denkt. Fragen ist okay, aber bitte keine eigenen Gedanken mehr. Irgendwo muss man auch mal die Grenze ziehen. So, Ja. Fabi will hier Turm H8, Springer F7, hat er sich jetzt Ja, gesucht. bestimmt. Der will Zusammenüberlegt. jetzt richtig in die Trickkiste greifen. Ja, der ist leider ein bisschen gut, dass wir ihn hier noch austricksen können, wahrscheinlich. Quatsch. Achso, du bist. Ja, gut, den Springer schlage ich jetzt einfach mal. Ich bin vielleicht. Ist nur Vielleicht, absolut alles vielleicht drin. geht noch irgendwas. Mal sehen, mal sehen. Ich weiß gar nicht, wer besser steht. Okay. Turm D4. So, aber Ja, ich jetzt brauche noch schöpfe ich neue Aktionspunkte. Hoffnung hier. Gut, vielleicht zu früh, um neue Hoffnung zu schöpfen, aber er muss ein paar Fragen beantworten, immerhin. Nicht so viel Fragen. Bisher nicht so viele Fragen. Aber kommt alles noch. Ja, G5, er spielt leider auch schnell. Das kann er auch gut hier. Spielen wir mal. Ja, Der spielen wir Läufer muss Springer weg, C6. oder? Nee, komm. Springer C6. E5, die Bauern, die rollen jetzt. Die rollen nach vorne. So. Was ist eigentlich, spielen wir 5 plus 0, ja? Ich glaube. Ich weiß nicht. Ich hoffe, er hat hier nichts Unfaires Increment-mäßiges gemacht. Das kann ich ja gar nicht haben. Ja, das wäre richtig mies. Jetzt ist auch richtig mies, leider. Nö, ist alles in Ordnung. Bin ich Ja, mach dran? du einfach nochmal. Komm, ich sehe es Okay, komm. nicht. Tor 5. Es gibt auch nichts zu sehen. Versucht nur hier ein bisschen Optimismus Ja, ich auszustreuen. hätte Läufer F5, Laufschlag C6, Läufer E4 gerechnet. Das funktioniert nicht, ne? Ja, weil er. Na gut, wir kriegen G2, aber es reicht auch alles nicht. So, unser Aber Gegner ist Treffer auf. Läufer steht E4. Ach so. Ja, das auch. Ja, den habe ich jetzt auch gemacht. Ja, gut. Turm A2, aber König B1, guck mal, so gierig ist er. Der ist auch zu stark, ne? Wenn du so stark spielst, Fabi, wäre auch nicht besonders fair. Nee, das ist echt unfair. Na, jetzt kriegt er auch noch G5, ne? Das ist so ein bisschen die letzte Hoffnung, ja?
Das ist auch die letzte Hoffnung dahin. Es wird nichts mehr. Aber wir kämpfen natürlich wie Löwen. Sowas von. Wir kämpfen wie Löwen bis zum Ende. Okay, das Eröffnungsexperiment ist, glaube ich, das kann man als missglückt bezeichnen. Nein, ich weiß nicht, ob wir das auf die Eröffnung schieben können. Naja, wir standen direkt aus der Eröffnung heraus auf Verlust, von daher ich weiß nicht, worauf ich sonst schieben soll. Oh, das sieht jetzt nochmal ein bisschen anrüchig aus, aber Läufer E4, machst du direkt, okay. Ach, du willst auf Zeit das noch irgendwie packen, ne? Aber er hat auch noch so viel Nö, Zeit. ich war Auf Stellung, auf Stellung. Alles auf gerne auf Stellung. Stellung. Auf Zeit ist wahrscheinlich realistisch. Auch nicht besonders Ja, realistisch. du bist. Ich sehe auch echt keine Tricks mehr hier. Nee, wir verlängern jetzt einfach die Partie so lange, wie wir können. Und dann. Dann gehen wir auf C3, tausche Okay. jetzt auch noch ein Ja, Türmchen. das wäre schlecht, ja. Das wäre schlecht. Okay, ich glaube, jetzt geben wir auf. Ah, stark gespielt, Fabi. Ja. Gut, kann man nicht sagen, ne? Da ist die Wertung dahin für mich. Aber gut, damit kann ich leben heute. Schon bitter. Hast du eine Mikrowelle, Jan? Das ist die Frage, die hier immer von Christopher Ehrliche gestellt wird. Antwort: Nein. Ich denke mir immer, warum habe ich keine Mikrowelle? Andererseits finde ich es auch schön, so ein bisschen bewusster das zu machen. Also, ich vermisse sie eigentlich nur, wenn ich irgendwie schnell irgendwas aufwärmen will, was ich, wo ich noch Reste hatte. Also, Mikrowellengerichte in meinem fortgeschrittenen Alter habe ich eh selten am Start. Nee, was ich überlege, mir anzuschaffen, ist ein Reiskocher. Hat jemand Erfahrungen mit Reiskochern? Ich glaube, ein Reiskocher ist vielleicht eine gute Sache. Weil ich finde, Reis ist eine gute Sache, Ja. aber der Prozess des Reiskochens im Topf, wenn man keine Mikrowelle hat, für hier den Sofortreis, der ist doch sehr anstrengend. Das kann ich nicht nachvollziehen. Ich meine, wo ist das Problem? Du nimmst einen Topf, packst heißes Wasser rein, packst den Reis rein, wartest 10 Minuten und dann Ja, ist ich er weiß, wie es fertig. geht, aber ich finde es ein sehr uncooler Prozess. Da muss man immer so mit der Gabel da so raus und dann jetzt heiß, dann muss man diesen komischen Beutel aufmachen. Nicht mein Ding, ich will Wie, so einen sexy Reiskocher. du nimmst einfach ein Kilo Basmati-Reis, also vom, weißt du, nicht so ein Der feine Herr. Beutelreis. Vor allem kannst du den für mehrere Tage dann essen. Das mache ich immer. Ich mache mir immer so ein, weißt du, so 500 Gramm Linsen oder Reis und dann gekocht ist das ja 1,5 Kilo oder was weiß ich, weil das dann das ganze Wasser Also du machst ja aufsaugt. 1 Kilo Reis auf einmal im Topf und isst den dann 5 Tage lang? Korrekt, ja. Das Okay. nennt sich Meal Prepping. Ah. Meal Obwohl Meal Prepping, ich glaube, es ist eine Prep. ganze Mahlzeit, das ist schon was anderes, aber so in die Richtung, spart Zeit. Ja, und ich hier viel Lob für den Reiskocher. Dann glaube ich natürlich auch, Reiskocher ist richtig toll. Sir Wilfried sagt, Reiskocher ist super. Bam. Ja, ist toll. Ein Im Reiskocher Moment ist habe ich toll. eine sehr unsympathische Diät, die ich nicht verraten kann. Ich kann auch nicht verraten, ob sie Reis beinhaltet oder nicht. Tut sie nicht. Aber wenn diese Diät vielleicht vorbei ist, glaube ich, ein Reiskocher ist eine super Anschaffung. Besser als Okay. Mikrowelle. Wie lange geht denn diese Diät noch? Ist das absehbar oder Ich hatte erstmal 30 Tage und dann sind wir weiter. bist du unter 90 bist du oder wie? Nee, 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 ich will eigentlich nicht abnehmen. Ich will nur Körperfett abnehmen. Ich bin ja Definitionsphase. Okay. Also Fett abnehmen, Muskelaufbau. Alles Nee, klar. Muskel halten, Fett runter, sodass ich so. Ich will so ein bisschen aussehen wie der junge Bruce Lee nach meiner Diät. Das ist so der Plan. Ja, wir sind Nicht der alte gespannt. Bruce Lee, der ja mit 32, glaube ich, umgebracht wurde. Wir sind gespannt auf die Transformation. Ja. So, ich würde sagen, wir gehen mal in die nächste Partie. Ich weine hier schon ein bisschen Tränen. So, wen haben wir denn hier feines Mal? Ja, nehmen wir doch mal Turmbauer an. Der Turmbauer. Der Turmbauer, das ist so eine schöne Sache. So, Turmbauer. ja, was machen wir? Was machen wir? Komm, machen wir Meinst du, nochmal. der heißt Turmbauer nach den Schachfiguren Turm und Bauer?
Oder er baut beruflich Türme. Könnte ja auch sein, dass er so Architekt ist, spezialisiert auf Türme. Ja, oder er ist Bauer und mag Türme. Das glaube ich nicht. Was ich mir noch vorstellen könnte, ist, er ist Programmierer und er arbeitet irgendwie bei einer dieser Spieleschmieden und ist spezialisiert auf so Tower Defense Spiele und baut da immer die virtuellen Türme. Oder er mag einfach gerne so Kirchtürme und geht dort. Kirchtürme? So Kirchtürme. Aber Tom Bauer scheint gar ein nicht da zu sein. Dessert, ein Tor, ein. Tom Bauer, bist du da? So. Tom Bauer ist nicht am Start, ne? Ich glaube nicht, wir müssen ja mal die Geschichte abbrechen. Oh, Ex-President TV kennt sich aus mit Reiskochern, sagt. Also Preisklasse von Reiskochern bewegt sich zwischen 1950 und 150 Euronen. Manchmal ist der Versand gratis. Wie teurer gibt es da nicht? Spaß. Okay, kannst du Empfehlung abgeben, Ex-President TV? Ex-President TV ist ein geschätzter Mod von mir tatsächlich. Yes. Der ist da, okay, er ist nicht nur, wenn es darum geht, gut informiert. So, dann nehmen wir doch mal Henrik B. hier. Alexander Hoffmann sagt, ja, wie wäre es mit Workout-Serie für Chess24? Ja, da wäre eigentlich Niklas geeigneter. Ich bin ja sehr unfit, wie wir schon festgestellt haben. Aber Aber das kann das ja ist auch Teil meines Plans. eine Motivation sein dann für Leute, zusammen fit werden. So. Oh ja. Ich Okay. wär jetzt erstmal fit. Wobei, ich wäre auch nicht so unfit, nicht übertreiben. Ich mach mal brav meinen Sport. Aber nachdem ich dann jetzt unglaublich fit werde ich, glaube ich, erstmal Instagram-Influencer. Du bist bestimmt Instagram-Influencer, oder? Ja, also Influencer würde ich jetzt nicht sagen. Ich hab bin auf Ja, würde ich schon Instagram. sagen. Ich noch nicht, aber ich glaube, ich muss erstmal extrem gut aussehen. Und dann bin ich da am Start. Ist das der Plan? Man muss gut aussehen und dann jeden Tag ein Selfie machen. So, hier, ich hole mal wieder im Gym. Oder wie macht man das auf Instagram? Ich kenne mich noch nicht so aus. Ja, da fragst du auch den Falschen, denn ich poste ziemlich selten auf Instagram und Selfies eigentlich gar nicht. Aber Hast ja, du das was? ist Fotografen oder eine was? gängige Strategie. Ja, ich habe immer meinen persönlichen Fotografen dabei, natürlich, Nice. der mich dann im besten Licht abfotografieren kann. So. Das würde ich dir auch raten, das ist einfach besser. Das ist eine bessere Qualität und wenn du das Instagram-Game machen willst, dann mach es richtig, ne? Also. Ja, ich habe mir ja schon so ein paar Lehrvideos angeguckt. Jetzt hier bei den USA ist ja ordentlich Action. Da macht man dann so, dass man für ein Foto so einen Hammer in die Hand nimmt und so tut, als würde man hier irgendwas wieder mit aufbauen. Da macht Fotograf ein Foto und dann düst man auch schnell wieder ab. Also solche Sachen muss man gleich viel Ach so, machen. das ist schon ein richtiges Business, ja, dass dann Leute, die quasi das Szenario stellen und alles und dann kurze Ja, Szenario Schnitte. kann auch ruhig echt sein, ne? Also gerade wenn da irgendwas kaputt ist oder so, dann stellst du dich halt daneben so mit dem Hammer und zack. Das kommt auf jeden Fall mal gut an. Ja, das, ja, ist ja sowieso alles fake, von daher kann man ja auch noch ein bisschen nachhelfen. Ein bisschen Szenarien. So, du bist dran, glaube ich. Läufer G4 war nicht mein größter Zug, Achso, spielen aber. wir abwechselnd. Ich war hier nicht so drin in der Partie. Warte, jetzt gehen wir Ja. mal irgendwo hin. Na komm. Wir sagen tatsächlich auch relativ wenig über die Partien, muss man sagen. Aber wir haben ja auch ein bisschen, ne, Catching up hier zu tun. Habe ich erstmal erfahren, dass Jan jetzt schon, wie sagt man, mehrfacher Vater ist. Hör mir auf. Das war mir gar nicht so bekannt. Gibt es noch sonst größere Veränderungen? Die du gerne mitteilen möchtest. Nicht, dass ich wüsste. Wann Was geht's nach könnte man denn Thailand? sonst noch verändern? Ja, gerade als Familienvater ist ja immer gern gesehen, wenn man mal so ein, zwei Monate nach Thailand verschwindet. Ist der Plan natürlich, aber Thailand ist noch dicht. Also. Ich hoffe darauf, dass im November Thailand wieder geöffnet ist, alles safe ist und dass das Thailand Open dann stattfindet. Das ist auch die Hoffnung der Veranstalter des Turniers. Dann bin ich natürlich am Start. Aber ich glaube, es ist noch zu früh, da was zu sagen. Achso, nicht Primo wahrscheinlich, aber ich würde gerne, Herr Pferdchen. Okay, also deine Züge können
Können wir nicht sehen. Willst du das Pferdchen nach vorne bringen, oder wie? Nee, ich wollte so Springer A5 und dann hier gabelmäßig. Oh, Springer A5 ist schön, ja. Das Ne? habe ich nicht auf der Rechnung gehabt. Aber wenn er jetzt lange Rochade macht, dann reitet er sich rein. Ha, hat er vermieden. So, was gibt's noch für Fragen Ob her? du mal Hat wieder bei Niklas Rocket eine Beans Freundin? Ich bist? glaube, da beißen wir auf Granit. So private Informationen über Niklas. Keiner weiß irgendwas Ja, über also das Niklas. hat er hier auch So. einfach nichts zu suchen. Also wir reden jetzt auch nicht über deine Familie oder so. Das wäre Naja, das würde ich auch unpassend finden, wenn du so viel da reveals. Das gehört wirklich nicht hierher. ja, genau. Es war noch die Frage, ob wieder Rocket Beans am Start ist. Bestimmt irgendwann mal wieder, oder? Wenn es sich ergibt. Ich versuche Rocket Beans langsam aber sicher zu unterwandern, um mich auch in die Nicht-Schachformate reinzureden. Ich habe jetzt erstmal behauptet, ich sei Cineast, Kinoexperte, und wäre jetzt hier erstmal Kino Plus unterminiert. Ich muss nur noch schnell Kinoexperte werden. Ich glaube, so 2 Wochen oder so habe ich Zeit. Also, wenn ich irgendwelche Filme sehen muss, um als Cineast durchzugehen, sagt mir bitte Bescheid. Das ist mein nächster Rocket Beans Plan. Und dann gibt es ein paar vielleicht noch nicht so spruchreife Projekte. Aber wie gesagt, Rocket Beans, ich lasse die Jungs nicht im Frieden, Carlo. Keine Sorge. Ja, ich kann dir da keine Filmtipps geben, aber vielleicht die Zuschauer. Du bist nicht so ein Filmgucker, ne? Du liest bestimmt so Bücher und so heimlich. Ja, heimlich, ich genau. Also wenn keiner guckt, unter der Bettdecke mit der Taschenlampe lese ich ein Buch. Ja. Ich glaube, du bist wieder dran. Stimmt nicht. Du wolltest ihm nicht das Rochaderecht nehmen. Nö, ich will ihm die Dame nehmen. Ja, das wäre auch schön. Ja, komm. Pratzen wir mal einen rein hier. Wollen wir. Oh Gott, oh Gott. Jetzt nachdenken müssen. Bist ganz abgelenkt vom Chat, ne? Ich bin leider immer, interessiert mich alles andere mehr als Schach. Was nicht Ah. ideal ist in der Schachbranche. Das ist eine Schwäche, die ich vielleicht habe. Aber ja, ich lese hier gleich die ganze Zeit den Chat, deshalb bin ich so verrenkt. Es liegt nicht daran, dass du deine Füße auf dem Tisch hast. Nee, habe ich nicht, habe ich nicht. Hier. Ist so ein Bein zeigen, muss man machen. Ja, aber also, ne? Nicht, dass wir hier zu viel Haut zeigen. Dann kommt Twitch und wir werden, weiß nicht, gestrikt oder so. Nein, nein, ich kenne mich bestens aus mit den Twitch-Regeln. Du darfst hier Schenkel zeigen, aber du darfst nicht oben ohne streamen. Was gerade in meinem Fall natürlich ein großer Verlust für die Menschheit ist. Ach, das wusste ich gar nicht. Also, gut, dann werde ich das nicht machen in Zukunft. So, also Schenkel darf man zeigen. Alles klar. Ja. Ist sogar encouraged. Also, um Twitch Power Partner zu werden, steht drin, du musst einmal pro Show ein bisschen Bein zeigen. Twitch Power Partner. Ja, Ja, das ist der höchste Status. der höchste Status. Ja, da bin ich noch nicht angekommen. Ich bin nur bei YouTube jetzt. Gibt es ja auch so eine Geschichte mit Mitgliedschaft und so weiter. Okay. Das habe ich jetzt mal umgesetzt. Feine. Also, falls ihr euch fragt, liebe Freunde, wofür hier der Balken oben ist, das zeigt an, wie viele Leute heute im Stream Mitglied geworden sind. Noch haben wir da die Null stehen, mal sehen, ob sich das noch ändert. Wenn ihr euch darüber informieren möchtet, könnt ihr auf Mitglied werden. Drücken ist der blaue Button unter dem Video. Hat So. YouTube jetzt auch so was Twitch-mäßiges, sodass man dass man auch seinen Lieblings-YouTuber monatlich unterstützen kann mit einer Mitgliedschaft? Habe ich das nett gesagt? Ja, ne? Finde ich schon. Ja, Oder was? wie funktioniert das? Ich kenne mich echt nicht so aus. Ja, es ist sehr ähnlich wie bei Twitch. Also es gibt noch ein bisschen mehr Flexibilität. Man kann auch die Preise selber einstellen, wenn das bei Twitch nicht möglich ist. Und genau, dann kann man jemanden unterstützen und hat dafür diverse Vorteile. Bei mir ist das, dass man Zugriff auf einen privaten
Kanal halt auf Discord, wo man Fragen stellen kann, wo wir uns austauschen können und auch Zugriff auf ein exklusives Team auf einer anderen Schachseite. Exklusives Team. Und dann zum Beispiel am Dienstag habe ich dann gegen Leute aus dem Team gespielt. Also nur gegen Leute aus dem Team. Und ja, das gibt es noch ein paar andere Sachen. Also wer sich das anschauen möchte, einfach mal auf. Oh, den wollte ich auch gerade schlagen. Ist zwar nicht der beste Zug, aber der effektvollste. So was von. Okay, so. Danke für die Partie an Henrik, unten Strich B Punkt. So. Okay. Ah, hier, SD beispielsweise, sehen wir im Chat, ist Mitglied und fragt, ist Jan erfolgreicher als Niklas? Oh, wenn er Mitglied ist, dann müssen wir es ehrlich beantworten. Hast du Kontostand gerade da zum ausgedruckt? Kann man Oh. das hier hochladen oder wie funktioniert das? Wie misst man das? Ja, das ist die gute Frage. Wie wird das jetzt gemessen? Ich habe mehr Kinder. Ja, ich glaube, du hast schon mehr Strikes gemacht, also du hast schon so mehr Checkpoints gemacht. Du hast ein Haus, du hast eine Familie, du hast gegründet, Chess24. Ich glaube, Jan ist erfolgreicher. Ich bin alt und traurig. Ja, sehr traurig siehst du aus. Na, das ist nur ein mutiges Gesicht für die Ah, Kamera. Fassade, Fassade. Nach dem Stream weinst du dich in den Schlaf oder wie? Kommen keine Tränen mehr. Okay, vertrocknet. So, was können wir denn mal noch Lustiges machen? Hast du Lust auf eine Blindpartie? Kann man auch machen, kann auch mal. Muss ich mich dazu verbinden, irgendwas? Oder bist du blind? Ich kann auch erstmal blind spielen. Ist auch in Ordnung. Muss ich nur meine. Muss ich kurz meine Maske holen. So. Du kannst ja in der Zwischenzeit kurz mit dem lieben Chat interagieren, Ich wenn du sehe ihn gar willst. nicht mehr, oder hat sich hier was geändert? Hier steht jetzt Top-Chat, sind das die Ach gleichen? so, du guckst bei mir die ganze Zeit. Ah, ich hatte das gar nicht im Blick. Hier ist wieder der ganze Chat für dich. Ja. Okay. Okay, bis gleich. So, was diskutieren wir? Immer noch Erfolg? Hier haben wir schon eine NDR-Talkshow. Ah, das ist schon lange her, da war ich so in Niklas Alter, da war ich noch jung und optimistisch. 2009 oder so war das, glaube ich. Ne? Zeit vergeht. Raphael Karsen fragt, Jan, wie kam es dazu, dass du der Sekundant von Magnus wurdest? Das ist doch mal eine Da interessante denke ich, Frage. dass mein gutes Aussehen wahrscheinlich der Hauptfaktor war. Aber ernsthaft, ich glaube, Vitamin B hauptsächlich, ich bin schon lange Zeit ganz gut befreundet und auch trainingsmäßig, als ich noch aktiver war, war ich viel unterwegs mit Peter Heine Nielsen, der früher Arnans Chefcoach war und jetzt, ich glaube, seit 7 Jahren ungefähr, Magnus ist Chefcoach und dadurch, dass ich Peter Heine ganz gut kenne, hat der mir, glaube ich, da so ein bisschen die Tür aufgestoßen für WM-Matches, weil wir halt schon lange da zusammengearbeitet haben. Und seit 2016, richtig, oder? Ja, ich war hauptsächlich bei den beiden WM-Matches im Team 2016 und 2018, genau. So, sorry, wir haben ja kurz wichtiges Thema. Präsident TV sagt, Jan, es gibt einen Reiskocher für 15 Euro aus Hartplastik, der Spülmaschinen geeignet ist, aber nicht den Reis warm hält. Nee, Warmhaltefunktion brauche ich. Präsident TV würde ich sogar noch drauflegen für. Laut der Bewertung perfekt fürs Büro und unterwegs. Nee, ich brauche ja für zu Hause. Ja, 15 Euro, das klingt auch nach sehr wenig für einen Reiskocher. Und Wäre mir auch mehr wert, der Reiskocher. diese Geschichte, die man sich so erzählt, dass ihr für die WM 2018 in Thailand wart, das ist so, das stimmt auch so, oder? Ja. Wo wart ihr da genau in Thailand? In Hua Hin. Hua Hin.
Ist das nicht in China? Nee, Okay. also überall dann wäre großes Missverständnis, aber nee, ich bin relativ sicher. Okay. Cool. Ja, irgendwie sagt mir das was. Sag mir mal die Ecke. Wo ist das in der Nähe? Das ist so 2 Stunden von Bangkok mit dem Auto, also Festland, aber am Wasser, also wenn man nicht Richtung Pattaya fährt, sondern in die andere Richtung von Bangkok aus, Hua Hin, ist ein sehr, sehr schönes Örtchen, 60.000 Einwohner, aber sehr komplett. Viele Restaurants, viele Hotels, Strand. Okay. Sehr schön. Da ließ sich ganz gut aushalten für. Wie lange wart ihr dann? Fast einen Monat wahrscheinlich, oder? Ja, ziemlich genau einen Monat tatsächlich, glaube ich. Also nicht nur, weil es in Thailand sehr schön ist, sondern auch, weil es Sinn macht, zeitunterschiedmäßig. Das Match war ja in London und das sind, glaube ich, 7 Stunden Zeitunterschied zu Thailand. Also man kann sich so vorstellen, Carson spielt seine Partie um, lass mich nicht lügen, aber sagen wir 15 Uhr Ortszeit, ist dann, keine Ahnung, so 20 Uhr durch, dann ja erstmal frisch machen, was essen gehen, dann ist schnell 22, 23 Uhr und dann kommt das Briefing, was am nächsten Tag Thema sein könnte. Das heißt, das kann häufig dann schon so Mitternacht sein. Und dann ist natürlich angenehmer, wenn du diese Zeitverschiebung hast und ganz normal dann bei dir um 8 Uhr morgens, 9 Uhr morgens anfangen kannst zu arbeiten, als wenn du dann die Nacht durcharbeitest. Also macht, glaube ich, schon einigermaßen Sinn. So hast du es, Magnus, So habe ich es verkauft. auf jeden Fall verkauft. Ey, wir müssen nach Thailand hin, macht voll Sinn, zeitumschaltmäßig. Aber ne, ernsthaft, Magnus ist schon, ich glaube, als erster, weil früher war es gang und gäbe, die Leute alle vor Ort zu haben. Aber Magnus hat, glaube ich, schon damals bei seinem WM-Match in Indien damit angefangen, sein Team remote zu haben und dann halt auch so ein bisschen Zeitzonen optimiert, was, glaube ich, relativ schlau ist. Also Peter Heine ist immer vor Ort, der dann direkt mit ihm auch kommuniziert. Und der Rest der Helferlein, die sind halt irgendwo anders stationiert, sodass sie einerseits tagsüber arbeiten können und andererseits ist es, glaube ich, auch nervig. Anstrengend vor, fand ich bei Vichy immer komisch, wenn du da irgendwie jetzt 6, 7, 8 Leute noch managen musst, während du dein Match hast. Während so, sagte halt Peter Heine, hier, kümmere du dich drum. Und die Leute sitzen ja woanders. Ja, das ergibt sehr viel Sinn auf jeden Fall. Und dass auch die Sekundanten halbwegs normalen Rhythmus haben können. Ja, das meine ich. Macht halt echt einen großen Unterschied. Natürlich macht man es, aber es ist auch so essensmäßig viel schwieriger, wenn du keine Ahnung, um Mitternacht anfängst zu essen, anfängst zu arbeiten, dann bis 8 Uhr morgens, als wenn du ganz normal in Anführungszeichen von 8 bis 4 oder wann auch immer das nach thailändischer Zeit ist, arbeitest. Ja. Okay, ja cool. Also, und warum Hua Hin? Weiß ich nicht, ich glaube, da gibt es viele passende Locations. Ich fand Hua Hin ist ein sehr guter Kompromiss zwischen allem so, ist relativ leicht zu erreichen von Bangkok aus, hat eine gute Infrastruktur, gibt genug Restaurants, genug Hotels. Wir kannten da auch jemand, beziehungsweise über Connections, der helfen konnte, wenn jetzt IT-mäßiges irgendwie Ärger gegeben hätte und solche Geschichten. Also. Also, da gibt es bestimmt viele Locations, die in Frage kommen, aber Okay. wohin? Passt doch gut. Ja, coole Sache. Okay, dann würde ich sagen, sind wir jetzt bereit für die Blindpartie. Und Okay. ich freue mich gegen Yannick zu spielen, der auch vor kurzem, glaube ich, am Dienstag Mitglied geworden ist. Da konnten wir nicht gegeneinander spielen, er musste ins Bett. Aber jetzt. Also, du kannst da die Züge ausführen, ich sag sie dir an. Okay, du Kriegen wir bist das hin? weiß. Ja, Ich alles hoffe. klar. So, dann starten wir mal gegen Yannick. Ich spiele erstens E4. So, Yannick. Ist Yannick da? E5. Springer F3. Springer C6. Läufer C4. Du musst dich jetzt um den Chat kümmern, Jan, wenn da irgendwelche wichtigen Fragen auftauchen, denen du gerne nachgehen möchtest, kannst du das tun. Okay. Ah, ich will dich nicht zu sehr ablenken Ja, bei ach, entspannt. der Partie. Läufer nach C5.
B4. Yannick hat sich, glaube ich, gerade erst einen Account gemacht auf Chess24, um jetzt hier teilzunehmen. Läufer schlägt B4. C3. Das fällt dir nicht ein, sagt Magnus ist Fußballhool, oder? Oder geschrieben ODA. Läufer C5. D4. Ja, Magnus ist allgemein, glaube ich, großer Sportfan, sowohl als aktiver als auch als Konsument. Also er ist ja bekanntermaßen Premier League-mäßig in diesem Fantasy-Kram, war, glaube ich, sehr, sehr weit vorne. Ist, glaube ich, auch einfach gut da drin. Also dieses Fantasy. Fußballliga und er ist auch großer US-Basketball-Nerd. E schlägt D4. C schlägt D4. Würdest du sagen, Läufer er B6. Läufer B6? Ja, machen wir das mal kurz auch gerade. Würdest du sagen, er ist der größere Basketball-Nerd oder du? Weiß ich nicht, Springer F6. E5. Schwer zu sagen. Ich glaube, er guckt mehr Spiele tatsächlich. Ich glaube, ich bin eher so der Studiosus, der sich mehr Podcasts und so weiter so rund um Basketball anhört, aber dann die Spiele nicht guckt. Springer nach E4. Springer nach E4. Da steht er ein bisschen wackelig, habe ich das Gefühl. Ja, greifen wir mal an, Turm E1. Yes! Da ist das Matt! Da ist das Matt! Herzlichen Dank an das neue Mitglied. Ich kann den Namen jetzt nicht sehen, aber kommen wir noch drauf zurück. Was, Moment, warum kannst du überhaupt immer sehen? Bauer nach D5. Ich konnte es hören, dass da jemand Mitglied geworden ist. Ah, Achso, okay. das hast du wahrscheinlich dann nicht gehört. D5, den schlage ich eiskalt en passant. Wie Loredana. Die Referenz habe ich nicht bekommen. Achso, eiskalt. Loredana, sehr Eiskalt, erfolgreiche ja. Rapperin, die Ja, sehr bist du eigentlich noch bei, unbekannt verfolgst du ist, noch aber eiskalt. die Rap-Szene? Wahrscheinlich Ja, nicht, ne? ich bin ja ein alter Mann, ich höre eher so, was ich in den 90ern schon gehört habe. Aber so ein bisschen versuche ich noch auf dem Laufenden zu bleiben. Was das heißt, fettes Brot hörst du, oder was? Fettes Brot habe ich noch nie gehört. Semi Deluxe. Nee, Samy Deluxe auch nicht. So Deutschrap höre ich allgemein nicht so viel. Aber da tatsächlich, wenn, da meistens so alte Sachen. So Beginner 1-2, Cool Savage. Da bin ich echt, ja, ein sehr, sehr alter Mann. Vor allem Neusam, was wäre gut. Haftbefehl finde ich gut. Neuer Haftbefehl-Album. Der war ja eigentlich so ein bisschen verschwunden, hatte ich das Gefühl. Aber Ja, er hat ein paar Jahre Pause gemacht. Dem geht es natürlich auch gut. Dem Hafti. Dame nach. Warte, ich habe hier irgendwas gemacht. Ich habe, glaube ich, einen Zug für dich gemacht. Ich war verwirrt. okay. Was hast du gemacht? Also es geschah: E schlägt D6, Yes! Dame schlägt D6, Turm schlägt Da ist das Matt! E4-Schach, Springer nach E7, Ja. Läufer nach A3, Dame nach D7. So steht's. Hast zwei Züge gemacht für mich. Ja, aber gute Züge. Okay, jetzt bin ich aber schon ein bisschen verwirrt. Sorry. Läufer A3, Dame nach D7. Ich muss jetzt mal rekapitulieren, ob. Okay, ich glaube, da steht ein Springer auf C6, das heißt, ich darf jetzt noch nicht auf E7 schlagen. Ich muss die Geschichte erst noch vorbereiten. Ja, machen wir mal Läufer nach B5. Also wenn ich gleich alles einstelle, schiebe ich es auf jeden Fall auf dich. Das ist, glaube ich, berechtigt. Wir können noch mal durchgehen hier, was bisher geschah. Bauer nach C6 hat er gespielt. Oh. Ach so. Ach, er hatte eben Springer E7 gespielt, ne? Okay. Genau, ja. Ja, gut, dann, dann steht aber kein Springer mehr auf C6. Den hat er jetzt nach E7 gezogen. Hätte ich den auch gleich schlagen können. Dann machen wir das jetzt. Turm schlägt E7 Schach. Ja, Läufer B5 war auch nicht der schlechteste Zug. Ja, der war auch vom Turm Alles gedeckt. gut. Ja. Also. Ich habe ungefähr die Stellung, habe ich noch vor Augen.
vor Augen. Ja. So. Also du hörst die Beginner. Dame schlägt E7. Beginner höre ich auch. Ja. Höre ich auch seltener, aber meistens so, wenn ich irgendwie deutsche Sachen höre, dann höre ich eher auf Spotify tatsächlich irgendwie so Deutschrap, die Klassiker oder so. Da ist dann halt sowas viel mit dabei. Hm. Hörst du noch Alben? Also ich höre eigentlich gar keine Alben, sondern ich mache immer irgendwie irgendwas an und hänge dann irgendeiner Spotify-Playlist oder manchmal mache ich dieses, man klickt auf einen Song und dann dieses Spotify-Radio oder wie es heißt. Das läuft ja G4, hat er gespielt. Oh, wir haben nicht mehr so viel Zeit. Ich erzähle später über meine Musik. Also Lauf schlägt E7, Läufer G4. Nick, habe ich schon wieder zurückgemacht? Nee. König schlägt E7, Läufer C4, Läufer G4. Achso, ja, Läufer C4 hast du, glaube ich, gemacht. Sorry, ich laufe. H3. Wie ist denn unsere Zeit? Wir haben nur 1,20, er hat noch 2,01. Okay. Läufer H5. Dame Zwischer. König D7. Springer E5 Schach. König C7. Dame schlägt H5. Ich habe Sorge, dass ich jetzt jeden Moment was einstelle. Das ist schon. Turm AD8. Dame schlägt F7 Schach. König B8. Läufer A6. Ja, eine Springer schlägt C6 wäre besser gewesen, so rum. Na, ist auch egal. Also auf B mache ich Springer schlägt C6. Okay, ah, kann ich noch nicht pre-move, ne? Man weiß ja nicht, was er macht. Bei. Ja, schade würde es schwer, ein Szenario zu sehen, wo der pre-move schlecht ist. Ah, nee. Wir gucken erstmal. Zeitlich hat er aufgeholt BA6 gespielt, Springer C6 gespielt. Ja, ich hätte ja Springer C6 machen sollen. Zu fancy. Ich glaube, die Stellung ist immer noch akzeptabel. Ja, aber. König A8. Springer D2. Irgendwie mal zu Ende bringen, bevor ich auf Zeit verliere. Ne? Turm HF8. Dame schlägt G7. Turm C8. Turm B1. Wie ist die Turm Zeit? Dame schlägt F8. Ja. Wie ist die Zeit? 30 Sekunden für dich, 20 für ihn. Okay. König B7. Springer B3. Auf Zeit gehe ich hier, auf Zeit. Ja, jetzt denkt er auch lange nach. Ich weiß nicht, was da los ist. Er scheint auf Zeit zu verlieren, Janik. Ja, du hast auf Zeit gewonnen. Ja, na gut. Laufen lassen, die letzte. Kein glorreiches Ende zu dieser Partie, aber das macht nichts. Nee, sorry fürs Sabotieren. war tatsächlich nicht mit Absicht. Ich bin es nicht gewohnt, dass beide ziehen können. Das ist, wenn ich hier das Brett vor mir habe und dazu machen kann, kriege ich es gar nicht mit. Also, sorry. Das ist automatisch bei dir drin, ne? Dass du dann die Züge auch machst. So. Ja, weil ich häufig. Na gut. Hören wir auf mit den Ausreden. Tut mir leid. Alles gut. Ich habe es ja noch hinbekommen hier. Ach so, Läufer B5, der war doch gar nicht gedeckt. Ah ja, mein Turm auf E4, stimmt. Aber gut, Läufer B5. Ja, hier kann man auch mal zugreifen auf E7, aber okay, Läufer B5, so. Ja, im Großen und Ganzen eine gute Partie. Ja, kann ich sagen. Ja, hier Springer schlägt C6, deutlich besser nochmal. Bam, dann Läufer A6. Kann er das Matt verändern? Ja, Läufer C7. Ja, und jetzt Springer raus.
Ah, ja, oh, ich dachte die ganze Zeit, da steht ein schwarzer Bau auf D4. Ups. Oh well. Anyway. Okay. Das hat er, ist ja nochmal gut gegangen, ne, Freunde? So, jetzt wollen wir erstmal nachholen hier und die beiden neuen Mitglieder begrüßen, nämlich den Günther Piasecki. Schön, dass du dabei bist. Und den Profiler. Schön, dass ihr jetzt mich hier unterstützt. Vielen Dank dafür. Jan, du bereitest dich schon vor, oder? Was machst du da? Sorry, ich habe ja eine Maske. Ich kann ja so. Vielen Dank an Respawn für den Support. Ja, das sieht doch sehr, sehr schön aus. Okay, ich such dir Gegner raus. So, jetzt nehmen wir jemand richtig starken. Spieljunge, IM. Kennst du den? Ich soll jetzt gegen IM Blindspiel? Also hier ist das dann. Ja, aber kennst du Spieljunge? Ist das der? Ich habe neulich gegen IM ganz schnell verloren. Es könnte sein, dass der das war, aber das war sehenden Auges sogar. Ich habe auch einen negativen Score gegen ihn, von daher den nehmen wir jetzt nicht an. Den vielleicht für später. Ja, wir nehmen hier den Doppelbauer. Nee, Doppelbauer. So, du spielst mit Weiß. Auf geht's. Bauer nach D4. Oh, jetzt wird das Hauptrepertoire gespielt. Endlich mal jemand, der weiß, wie man die Maske trägt. Ja, so ist das. Über die Nase. Genau, über die Nase. Alles richtig gemacht. Nigel DT fragt, D5. Und C4. Ob du Magnus Sveshnikov beigebracht hast bei der letzten Weltmeisterschaft? Nee, also natürlich E6. Arbeiten. E6? Ja. Springer nach C3. Jo. Springer 6. C schlägt D5. Also natürlich arbeiten Läufer nach G5. Ja. Immer alle ein bisschen an allem, aber es ist auch kein Geheimnis mehr, dass Dubov beim letzten Mal mit im Team war, der große Sveshnikov, Rossolimo, den ganzen Komplex-Experte ist. Also der Läufer E7. Bauer nach E3. Wenn man vom Beigebracht sprechen kann, Magnus, der Weltmeister, der auch vorher schon häufig Sveshnikov gespielt hat. Ich glaube, er hat nicht ganz bei 0 angefangen. Kurz auf Rade. Du warst ja eher Spezialist. Läufer nach D3. So, danke nochmal, Respawn. Er sagt, wenn Jan verliert, bekommst du noch eine Spende. Okay, also darauf werden wir es nicht anlegen. Muss ich mir jetzt aufopfern, damit du hier wieder noch mehr Geld bekommst. Nee. Außerdem Respawn, weil ich Gewinn kriege, dann C6. Das ist geregelt. Ja, Dame nach C2. Finde ich auch. So. Aber Respawn spendet dann eh 1 Euro nochmal, wahrscheinlich. So. H6. Läufer nach F4. Du bist noch im Buch wahrscheinlich, ne? Nö, der Läufer war angegriffen. Machst du jetzt aggressiv mit langer Rochade? Niemals. Turm E8. Springer F3. Hier, Debake sagt, Maske nutzen, aber Mindestabstand nicht einhalten und nebeneinander sitzen. Das sind mir die Liebsten. Ja, also ich weiß jetzt nicht genau, ob das ernst gemeint ist. Ja. Läufer D6. D6. Interessant. Springer E5. Ja, rein da in die gute Stube. Auf geht's. So, zeitlich noch alles im Rahmen. Du hast nur 30 Sekunden weniger. Also alles ganz entspannt. Wie viel DWZ hat Jan? Jan, wann hast du dir das letzte Mal deine DWZ vor Augen geführt? Ah, Dame E7 erstmal. Kurze Rochade. Oh, DWZ weiß ich echt überhaupt nicht. Springer BD7. Stark übrigens, ey. Dame E7 sehr. Ja, Springer schlägt. Och ne, das ist so traurig. Ich mach Springer F3. Okay. Wie, Dame E7 war ein wichtiger Zug, oder? Ich hatte spekuliert auf Springer D7, Springer schlägt F7. Ja, ich habe dir einen guten Gegner hier rausgesucht. Ja, ich merke das schon. So. Ne, DWZ weiß ich nicht. Checkt man, glaube ich, wirklich selten. Oder ich jedenfalls. Ja. Selten. So meine Elo weiß ich immer. Oder
wäre auf jeden Fall selten, dass ich sie nicht weiß oder dass man es nicht mitkriegt, aber DWZ gar keinen Plan, das verfolge ich gar nicht. Ja. Also Elo ist 2643. Du bist auch wieder nah dran an deinem All-Time-High, habe ich gesehen. Ja, ich bin ja leider immer im ähnlichen Bereich da. Ich spiele ja sehr wenig und ich muss auch gestehen, dass ich im Moment, glaube ich, echt overrated bin, weil ich so gar nicht im Saft stehe. Ich habe ja gut, auch durch Corona keiner gespielt, aber ist ja nicht mal mein Thailand Open oder Bundesliga, also gefühlt echt ewig nicht gespielt. Weil ich glaube, im Moment bin ich ein bisschen überbewertet. Aber immer selber. Ja, irgendwas ist immer. Und nochmal danke an The Real Hugo, der gespendet hat. Spende für Jan auch ohne verlieren zu müssen. Waldorf Pädagogik for the win. Ich weiß zwar jetzt nicht, was damit gemeint ist, aber. Bist du kein Waldorfschüler? Nee, du? Nee, ich auch nicht. Ja gut, dann sind wir da gleich. Denkt er noch nach, der Francesco, oder wie immer? Ja, er denkt lange nach. Einmal Frage an den Chat. Wollt ihr gerne die Maus weiterhin sehen, damit ich hier was anzeigen kann? Oder nervt euch das, wenn die Maus hier so im Bildschirm ist? Könnt ihr einmal kurz Feedback geben. Fabian M., pardon, hat dort eine Änderung angeregt. So. Ah, jetzt kam ein Zug, sorry. Springer H5. Wieder vernünftig, ne? Läufer schlägt D6. Mhm. Ja, Dame schlägt D6, Pre-Move. Pre-Move, der feine Herr. Turm AE1. Turm AE1. Und Profiler ist beeindruckt. Blindspiel und noch quatschen, dass ein Mann das hinkriegt. Danke, in Großbuchstaben. Ja, ich quatsche natürlich gerne noch besonders viel, um es Jan zu erschweren. Okay, Feedback aus dem Chat ist, Jan, die Maus darf weiterhin zu sehen sein auf dem Brett. Okay, alles klar, danke Leute. So, du hast die bessere Zeit. 2 Minuten 30 gegen 1,56. Ja, Springer D nach F6. Springer E5. Wieder zurück da, sehr gut. Ah, Karlsbader Struktur. Hast du nicht auch mal eine Serie gemacht mit Laurent Fresinet über die Bauernstruktur? Ja, also wir haben über verschiedene Bauernstrukturen, aber die, das war drin. Ich habe auch neulich... Springer G4. F4. Du hast neulich? Einen Vortrag gehalten über Karlsbader Struktur. So ein Zoom-Call in den Hardcore-Corona-Zeiten. Yes. Kleine Karlsbader Struktur-Lesson vorbereitet. Also Karlsbader Struktur nennt man das, was wir hier auf dem Brett haben. Mit Weiß schlägt auf D5 mit seinem C-Bauer, Schwarz schlägt mit dem E-Bauern zurück. Das ist, was man häufig kriegt in Damen-Gambits, aber auch in Karo-Kanz und so. Ja, kann aus sehr vielen verschiedenen Öffnungen entstehen. Das ist, glaube ich, eine wichtige Struktur zu kennen. Das glaube ich auch. Vielen Dank an Respawn32. Für den Support. Neues Mitglied hier auf YouTube. Herzlich willkommen. Respawn, altes Haus. Springer schlägt E5. F schlägt E5. F schlägt E5. Warum sind GMs? Ah, Dame E7. Turm F2. Warum sind GMs bessere Verlierer als Anfänger? Ich glaube, das ist unterschiedlich. Also nicht unbedingt sind die bessere Verlierer. Dame G5. Dame G5. Kommt überraschend für mich. Ein guter Zug. Läufer F5. Okay. Bist du ein guter Verlierer? Wie wirst du es? Also bei einer richtigen Partie meine ich jetzt. Nach außen glaube ich schon. Also G6. Ich hau jetzt nicht auf den Tisch oder beschimpf Leute. Aber trotzdem wäre ich natürlich sehr, sehr traurig. Läufer schlägt C8. Turm schlägt C8. Turm A schlägt C8. Dame E2. Er spielt gut, ne? Ja, er spielt schneller jetzt. Springer G7. Dame F3. Okay, jetzt kommen die... Springer F5. G4. Okay, aber es droht nichts. Ich hoffe, es ist dir bewusst. Turm steht. König A1. Ja. 1 Minute 7 gegen 38 Sekunden. Du hast die 1 Minute 7. Springer G7. E4. Okay, nach vorne. Ja,
Hält sich wacker, Springer E6. E schlägt D5. Okay. Springer schlägt D4. Dame E4. Okay. Ja, sieht gut aus. Springer angegriffen. Wohin des Weges? Springer B5. Springer schlägt B5. Okay. Ja, nee, Quatsch. Ja, doch. CB. Turm EF1. Jo. Turm C4. Oh, spielt auch echt gut. Dame E2. Ja. Dame schlägt G4. Dame schlägt G4. Ja. Turm schlägt. E6, Primov. Ja. F5. D6. Ja. 25 gegen 18. Turm E4. E7. Ja. Turm E8. D7. Turm schlägt E7. Turm 4. D8. Ja, Turm B2, Primov. Turm E7. Turm D1. Turm FD1. Okay, Turm ich D7. Mach mal die Züge hier. Das hat jetzt sonst keinen Sinn. So haben wir gleich wenig Chancen. Ne? Ja, so, wir haben sogar. Ah, der ist echt ganz schön fix. Ich bin ganz schön fix hier. Da ist es eine Turm-Mehr-Situation, die liegen wir eigentlich. Aber es ist gerade jetzt schon. Boah, ich bin nicht so schnell. Oh Gott. Nein, nein. Oh Gott. Verloren. Oh. Ja. Naja, aber starkes Spiel. Lange dagegen gehalten. Und ja, du hast halt den Vorteil bei diesen Blindgeschichten, dass die Zug-Transmission, also bis ich es gesagt habe und du es gemacht hast, es kostet gleich immer so 5-6 Sekunden. Ja. Irgendwann kann man das Tempo einfach nicht mehr mitgehen. Das ist halt so schnell zu sein. Nee, am besten mit Aufschlag tatsächlich. Das ist da. Sonst ist das am Ende, kann halt sowas passieren, ne? Aber ja, gut dagegen gehalten, Doppelbauer 1. Ja. Gut, also wir sind jetzt auch keine schlechten Verlierer oder so, ne? Also. Innerlich war ich schon, aber ne, hat er gut gemacht. Ja, hat er gut gemacht. Aber war schon ein bisschen dreckig jetzt über die Zeit. Nein, Spaß. Jan hätte es genauso gemacht. Der Partie. Okay. GG, Doppelbauer 1. Ich frage mich, ob es auch Doppelbauer 2 gibt. Okay, Freunde, das waren die Blindpartien. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Jetzt machen wir wieder normale Partie. Und MR sagt, ihr hättet schneller spielen müssen. Ja. Super Tipp. Nächstes Mal. Das ist ein guter Tipp. Danke dir. Okay. Wir spielen gegen Guybrush. Oh, gegen Guybrush habe ich natürlich auch gespielt. Weißt du, woher der Name kommt? Ja, du bist. Guybrush Threepwood. Ja, aber das war mein Lieblings-Adventure-Game, als ich jung war. Monkey Island. Echt? Meins auch? Wir sind auch ganz unterschiedliche. Alter, war das bei dir auch noch angesagt? Oder hast du mit 7, 8 oder so schon gespielt? Wie funktioniert das? Ja, es war noch angesagt. Es kamen ja ein paar mehrere Teile dann. Ja, machen wir einfach wieder abwechselnd ziehen. Vielen Dank an Respawn für den Support. Gut gespielt, Jan. GG, sagt er. Machen wir einfach abwechselnd wieder. Und André XXL ist auch nochmal am Start mit 25 Euro. Vielen, vielen Dank und sagt, Niklas, danke, dass du auf meine Bitte hin Jan hast verlieren lassen. Ja, gern geschehen. Nee, das war so nicht geplant, aber ja, ließ sich dann noch nicht mehr vermeiden. So, du bist Grünfeld-Experte? Ah ja, D5. Ich bin eigentlich nirgends so richtig Experte. Oder überall. So, Ex-Präsident TV hat einen neuen Reiskocher hier. Für 40 Euro jetzt. ja, mein Reiskocher von der 40 Euro kostet und deinen Reis sogar warm hält und mit einer Kapazität von 1,4 Litern. Das reicht. Perfekt für den Haushalt für 1 bis 6 Personen geeignet. Bin ich Haushalt 1 bis 6 Personen. Ja, das klingt auch gut. Das klingt auch gut. Wir nähern uns an hier. Ja. Kannst du, Präsident TV, kannst du mir dann mal schicken den Link? Ich kann das dann weiterleiten. Okay. Vielen Dank auf jeden Fall für die Recherche, Ex-Präsident TV. Ja, siehst du, hat das hier auch noch was Gutes für dich. Da kannst du direkt danach deinen Reiskocher bestellen. So. Läufer G2, okay. Läufer B7. Achso, wir sind schon wieder dran. Ja, komm, nehmen wir mal mit hier den Bauern. Der hängt. Was soll's? Boah, mein Kaffee ist alle. Aber man soll auch nicht zu viel Kaffee trinken. Streng genommen bei meiner sehr unsympathischen Diät soll man gleich gar keinen Kaffee trinken. Ah, so weit bin ich noch nicht. Ja, das ist doch sehr unsympathische Diät. Sehr, sehr. Ja.
Sehr unsympathisch. Guybrush. Und hast du alle Teile gespielt von Monkey Island, oder? Also bewusst 1 und 2, da erinnere ich mich sogar noch an Sachen. Dritten Teil habe ich bestimmt auch gespielt, danach komme ich ein bisschen durcheinander. Ich weiß nicht mehr, was wie hieß es. Gab irgendwie, die hatten dann andere Namen, so Curse of Monkey Island oder Das ist irgendwas der dritte Monkey Teil, Island. glaube ich. Das ist der dritte, ne? Curse. Und dann gab es irgendwann noch eins für die, was war es damals, für die PlayStation oder so. Ich weiß nicht, ob das Teil 4 war. Aber wahrscheinlich, ich glaube, 4 Teile habe ich insgesamt gespielt. Aber Ja. so in Erinnerung habe ich nur Teil 1 und 2. Das war meine Jugend hier mit Beleidigungsduell mit den Piraten und so weiter. Mit Chuck. Du kämpfst wie eine Kuh. Das habe ich also im Kopf. Ja, das war nicht die effektivste Beleidigung. Ja, Ja. man muss ja kontern, ne? Ja, man musste kontern. Nee, ja, super Reihe. Also, ich habe das auch sehr gerne gespielt. Es gab sogar noch einen fünften Teil, dann ein bisschen später, aber den habe ich gar nicht mehr gespielt dann. Yin Yang fragt, Jan, rauchst du immer noch? Nee, im Moment rauche ich nicht, Yin Yang, aber danke der Nachfrage. Ich frage mich mal, wenn du die Frage stellst, wie ist jetzt dein Follow-up auf die Antwort? Wenn ich Ja sagen würde, würdest du sagen, ist ungesund, hör mal auf lieber. Und wenn ich Nein sage, sagst du dann, oh, finde ich gut, ist nämlich ungesund. Oder wie ist dann das Follow-up, Yin Yang? Ja, ich glaube, irgendwie läuft das darauf hinaus. Und AndreXXL hat gerade noch mal 40 Euro gespendet und sagt, bitte weiterleiten an den sehr sympathischen Jan. AndreXXL, hoffe bei dir. Also, Jan, Dankeschön, Dankeschön. Kriegst du heute einen Reiskocher im Stream Achso, gespendet. Das ist ja der Reiskocher, bam. Ja, ja. Das ist der Reiskocher. Perfekt. Ja, läuft doch. Vielen Dank, André. Vielen Dank an AndreXXL. So, wie sieht es hier eigentlich aus? Ich weiß nicht, ich habe seit Ewigkeiten keinen Zug gemacht. Ich mache mal Züge, wenn du Blindpartien spielst. Wenn ich hier dran bin, dann mache ich nie was. Ja, gut, mache ich nochmal einen. Und wir haben nochmal einen Support reinbekommen. Hier, den mache ich, komm, zack. Von, und der sagt, Gruß an Naim. Naim? PS mag deine Videos. Okay, weiß nicht genau, was diese Message war. Aber Moment mal, warum gucke ich mal kurz vom Brett und ist die Dame weg? Was ist denn hier passiert? Ich muss mal kurz jetzt zurückgehen. Ach, er hat mit dem Springer auf D4 geschlagen. Er hätte mit der Dame schlagen müssen. Guybrush, das war das falsche Rätsel, was du hier gelöst hast. Oder beziehungsweise nicht gelöst hast. Okay. König G1. So. Ex-Präsident TV hat auch gerade den Link gepostet für den Reiskocher. Ja, läuft das doch. Sehen, ob wir noch. Ja, du bist dran, glaube ich. Okay. Oh, Jan, soll ich dir gleich deinen neuen Reiskocher zeigen? Nicht, dass du zu aufgeregt bist. Das Problem ist ja, wenn ich den jetzt sofort kriege, während meiner unsympathischen Diät, dann breche ich die, glaube ich, ab. Mit so einem coolen Reiskocher. Der sieht echt gut aus, ne? Ja, wir bringen ihn gleich mal ins Stream. Es gibt super Reiskocher hier, aber das ist schon hier. Ja, 1,4 Liter Warmhaltefunktion. Ja, wir schauen uns den gleich nochmal in Ruhe an. Danke für die Recherche an X-Präsident TV. So. Springer F5. Oh, jetzt gehe ich aber aufs Ganze mit Springer F3. Das ist sehr mutig von dir. Ist ja Schach und Angriff auf den Springer. Also ich glaube, ist ein Fuchs. Tatsächlich eine Drops-Clutch-Situation und Guybrush gibt sie auch geschlagen. Ja, alles klar. Danke an Guybrush für die Partie und danke auch an Fabian M. für den Support, der sagt, perfekte Show mit den zwei besten deutschen Schachkommentatoren. Vielen lieben Dank für das Lob und fragt, wie lange spielt ihr heute? Ja, ein bisschen auf jeden Fall noch. Jetzt kommen immer die Fragen, ich weiß nicht, ist das bei dir in den Shows, die du machst, auch so, dass die Leute immer fragen, wie lange es noch geht? Bei mir nicht so, wobei diese Geschwätzblitz oder ich meine häufig auf Englisch die Banterblitz-Shows meistens bei mir relativ strikt 90 Minuten sind und weil ich mich da immer, also plus minus 5 Minuten dran halte, kommt die Frage nicht so häufig. Ja. Das erinnert mich immer so ein bisschen. Weiß man es ja nicht. Weiß ich nicht. Also die Assoziation habe ich immer da, wenn man mit der Familie unterwegs ist und gefragt wird, wann kommen wir an? So ungefähr.
Hast du doch Kinder jetzt, die da auf dem Rücksitz sitzen, von denen wir nichts wussten? Nee, das war ich früher, aber jetzt natürlich nicht. Achso. Wie lange noch? Wie lange jetzt noch? Ja, das wirst du dann bald erleben, aber ja. Noch nicht. Oder, obwohl, doch mit drei, wann fangen sie an zu sprechen? Ich glaube so 6, 7. Zu sprechen mit 6, ja. Wenn es gut läuft. Wenn es gut läuft, ja. So, aber jetzt ist, glaube ich, der Moment gekommen, wo wir uns einmal den Reiskocher zu Gemüte führen. Hier. Ja, wir müssen natürlich da bestimmt sagen, dass es auch von anderen Marken total coole Reiskocher noch gibt. Aber der sieht echt, sieht auch, ja. Finde ich auch optisch sehr ansprechend, muss ich sagen. Auch interessant. Dampfgarer mit Dampfgarfunktion. 540 Watt. Nicht schlecht, nicht schlecht. Ja. Hat Arendo schön rausgesucht. So. Lieferbar in 5 bis 8 Werktagen, dann ist deine Diät auch vorbei. Oder wann hast du sie gestartet? Ich bin bisher erst, ich glaube, 4 Tage jetzt. Ach so, noch ganz frisch. Und wie ist es bisher? Ja, ganz frisch. Ja, ich. Es gibt noch gewisse Anpassungserscheinungen. Macht denn die ganze Familie mit, oder? Nee, die darf ich nicht mit meinen ganzen verrückten Ernährungsplänen. Okay. Die essen, was sie wollen. Gut. So. Peter Hans sagt, Jan gleich Ehrenmann. Ja, Jan, der Ehrenmann, genau. Ich wollte noch irgendwas machen. Nee. Was soll eine Schachpartie starten? Vielleicht eine Schachpartie starten, ja, das kann gut sein. Habe ich jetzt vergessen. Okay, ja, starten wir mal in die nächste Partie, würde ich sagen. So. Welche Frage, ist das dieses Product Placement? Ja, ich glaube, wir sind dick eingestiegen in die Reiskocher-Product Placement-Branche. Okay, wir spielen jetzt gegen Spieljunge. Wir probieren das mal hier. 3000 hat er, 3000. Der Spieljunge. Ich glaube, alles von mir, weil nur ich gegen mich gewonnen habe. Ja, gegen mich hat er auch einen positiven Score, 1-2. Aber ich hoffe jetzt mit dir an meiner Seite, dass wir es ausgleichen können. Ja, zu zweit ist man immer stärker. Ja. Sage ich im Scherz, weil zu zweit ist man natürlich schwächer normalerweise, ja, weil man sich genau eher so mit den Plänen in die Quere kommt. Dazu ist man auch häufig am Labern dann und nicht so konzentriert. Ja. Aber das sind alles nur Ausreden, weil wir Angst haben vor Spieljungen. Ja. Aber Genmix fragt, wie alt seid ihr beide? Wir sind beide 32 Jahre alt. Beide 32. Nee, das ist gelogen. Ich habe gerechnet erst, ob du die Hälfte genommen hast, aber es kommt nicht hin. Nein. Okay. Ich bin 40, das nicht mehr lange. Niklas ist 28, wie wir heute erfahren. So, ein schöner Paulsen ist auf dem Brett. Ich habe mal die ersten Züge gemacht. Achso, ich dachte, du ziehst aber immer her. Ja, ich hole dich einfach als Joker dann rein. Okay. Wenn es kritisch wird. Oder wenn ich. Ja, wenn es schlecht aussieht, dann kannst du übernehmen und dann fällt es nicht negativ auf mich zurück. Verstehe. So, ich glaube, das ist hier noch irgendwie Theorie. Aber hab mir den ganzen Kram auch lange nicht angeschaut. Hauptsache, lass mir die Bauern vor. Alle Bauern vor. Ja, gibt immer so viele Fragen in diesen Strukturen, ne? Spielen wir König A1, macht man es nicht. Läuft man nach D2 oder nach E3? Ja, ich finde das auch verwirrend. Wie man es macht. Wie man es macht, macht man es falsch. Ich würde gleich so Läufer D2, Turm A1, so auf doof auf E5. Das sieht erstmal. Ich bin auch nicht so der E4-Experte. Ja, E5, F5 und Schwarz stellt sich einfach hin, ne? Das ist so seine Strategie. Und dann will er irgendwann auf Zeit gewinnen. Kommt der 8 gegen E5 gerecht. Das ist schon mal schön ein schlauer Fuchs, der Spieljunge, ne? Ja, aber man kann, glaube ich, auch. Ja, machen wir es einfach mal. Man kann auch mit F5 spielen. Weil wenn er E5 spielt, dann gibt er das Feld D5 her. Und dann können wir den positionellen Weg gehen hier. Springer jetzt C2, jetzt gehen wir nach D5. Das ist eigentlich, glaube ich, in der Regel ganz angenehm. Ja, jetzt können wir Läufer G5 machen, wenn das nichts einstellt.
Kannst du das rechnen? Läufer G5, Springer schlägt ja, E4. Stell nichts an, stell nichts an. Wobei ich habe es nicht so genau gerechnet, so eher gefühlt. Springer F4, Springer F4, Läufer E4. Ich glaube schon, dass es. Das ne? Ah, befürchte ich auch. Bei näherem Hingucken. Spieljunge ist zu gut. Ah, Spieljunge. Ja, dann machen wir weiter die positionelle Schiene hier. Springer B4 erstmal. Was soll's. Janik fragt, ist der Gegner Weltmeister oder sowas? Ja, also darfst die Zahlen nicht so ganz vergleichen mit den richtigen Elo-Zahlen. Das ist schon nochmal was anderes. So, jetzt können wir nochmal über Läufer G5 nachdenken, aber ich glaube nach wie vor. Ach, er will den Bauern auf D3, will er, C4 will er sich jetzt einverleiben. Der Fuchs, dann ziehe ich meinen Läufer ganz gewieft zurück nach C2. Kann er ihn gar nicht mehr abtauschen jetzt. Ein Schachfuchs, der Spieljunge, ja. Das ist echt ein Schachfuchs. H6, der hört noch zu wahrscheinlich, der Fuchs. Der hört doch zu hier. Das glaube ich nicht. Du meinst, das wäre eine Frechheit? Nö. Ich glaube, Spieljunge interessiert es kein Stück, der will nur spielen. Ja, das stimmt. So, jetzt haben wir hier abgetauscht und nach wie vor die bessere, also mehr Raum, aber mehr Raum ist nicht alles im Leben. Muss auch irgendwas damit machen. Kannst du nicht matt setzen so? Da mal H5 und dann mal gucken. Da mal H5 und dann mal gucken. Ja, gut. Gucken wir mal. Gucken wir mal. So. Sieht auch ganz gut aus. Ja. Was willst du als nächstes machen? G4, G5 oder wie? Oder Turm rüber? Eher so Turm rüber mäßig. Turm rüber mäßig sieht aber auch gut aus. H6 liegt ja auch schon in der Luft. Ja, noch wahrscheinlich ein bisschen früh, aber. Turm E8, der hat schon Angst. Er hat Angst. Er hat auf jeden Fall Angst. So, dann bringen wir mal den Turm rüber hier. Oh, er läuft davon. Schnellen Schrittes. Ja, das ist leider gut. Tja, da weiß ich jetzt nicht, was ich da machen soll. Jetzt musst du Flankenwechsel. B4, Springer D7, Läufer A4. Muss man links wie rechts in so einer Situation. Okay. Läufer A4. Ja. Okay, gut. Machen wir es mal. Danke für den Support an Felix. B5 stark gespielt. Damit kann ich nicht rechnen. Aber Zebe. Ja, der war leider gut, ne? Ja, weiß nicht. Turm C3, Turm C6 oder so. Turm C1, Turm C6, ich weiß nicht, welchen. Ja. Aber. Oh, jetzt opfert er. Spieljunge. Spieljunge, was geht denn ab? Das ist aber ein bisschen optimistisch, glaube ich. Glaube ich auch nicht, Spieljunge. Das glaube ich auch nicht. Die Dame ist sehr lästig in solchen Situationen tatsächlich. Ja. Okay, ich brauche noch mal einen Tipp von dir. Ja, Dame F2 oder was? Okay, danke. So. Der Turm ist lästig, aber den kriegen wir auch nicht so leicht weg. Check auf C4, Dame B6, dann nimmst du den ganzen anderen Kram da weg. Ja, Dame B6, nee, das geht jetzt noch nicht. Nee, das ist ja perfekt. Auf C4. So, danke für den Raid an Meister Jabo. Kennst du einen Raid? Ja, Teil 1 und 2. Sehr gut. Ja, das ist auf Twitch, wenn man die Leute dann zu einem anderen Stream schickt. Das nennt sich Raid, die haben immer so coole Begriffe. Ich weiß. Ich wollte jetzt mal, Raids sind zwei so Actionfilme. Ich weiß gar nicht, ich glaube Hongkong. Actionfilme, vielleicht auch Vietnam. Der eine kämpft er sich durch ein ganzes Hochhaus. Das ist ein sehr guter Film, The Raid Teil 1. Auf Twitch ist es, wenn du, du musst dich ein bisschen beeilen, ne? Sonst verlieren wir hier noch vor lauter Raid auf Zeit. Ja. Auf Twitch ist es, wenn du deinen Stream beendest, aber dann stürmst du mit deinen Followern einen anderen Stream sozusagen, ne? Ja, genau. Dann kommen sich die neue Freunde. Bam. Aber damit schlägt ihr 5 war nicht so gut, glaube ich. Ach, alles gut. Naja. But nö. Hey, was immer. Ja, Dame schlägt B5, das war eher ein Griff daneben.
Vielleicht der wichtigste Bauer im Nachhinein, aber ist immer noch die Dame. Kein Grund zu verzagen. Ja, aber gleich holt er sich noch mal einen Turm. Ja, das kann natürlich sein. Okay, ich muss mir erstmal ein Luftloch hier irgendwie machen. Ja, darauf hatte ich ein bisschen gehofft, aber wahrscheinlich hilft das gar nicht so viel. Obwohl doch ein bisschen vielleicht. Ja, mal sehen. Mal sehen. Ja, auch nicht so viel vermutlich. Jetzt vielleicht noch Dauerschach. Ach, nach Lauf E1 ist vielleicht noch Dauerschach, ne? Ja, aber Lauf E1 muss man natürlich nicht machen. Na. Das ist das Problem. Okay, mal sehen, ob wir Spieljunge noch austricksen können. Turm E3. Ja, machen wir mal. Schach. F6. F6 und hoffen. Ja, warum? Also jetzt ist doch gar nicht so klar hier, die Geschichte. Wahrscheinlich muss er GF spielen. Ne, dann kommt aber F5. Ja, nicht klar. König weg. Da ist jetzt. Ist mir zu kompliziert. Er soll spielen, Junge. Ja, er soll einfach spielen, der Junge. Ne? Was soll er sonst machen, außer spielen? Turm E5. Wow. Aber jetzt D6. Jetzt ist er ein bisschen gefesselt, der Spieljunge. Jetzt Dame F8 hätte ich auch machen können. Gehen. Dame F8 wäre gut gewesen auch vielleicht. Ja, obwohl schon G5. Ne? D6 war auch gut. Ja, D6. So. Wie löst er sich? Jetzt macht er den, okay. Aber der ist nicht überzeugend, finde ich. D7 ist relativ flink, ne? Ja, aber jetzt Dame C7. Das ist auch nicht... Ach so, du willst schon auf Matt, ja? Auch nicht blöd. Ja, aber er will entwischen. H4, oder? Ach so, jetzt macht er... Oh, der war falsch. Da läuft schlägt C3 wäre es gewesen. Uiuiui. Einen großen Spieljungen besiegt hier. Oh, oder? Da hab ich wieder ausgeglichen hier. 2-2 jetzt gegen Spieljungen. Wow, danke an Spieljunge für die Partie und danke an Fück dat Bich für den Support und auch Geistburg06, der jetzt neues Mitglied geworden ist. Ich glaube, genau so wird es ausgesprochen. Was denn? Der erste oder der zweite? Der Vietnameser klingt genau. ja, deshalb habe ich den vorhin schon nicht ausgesprochen, aber ich dachte mir, wenn er jetzt nochmal Support yes. ist. Da ist das Matt. Da ist das Matt. So. Wow, das war hier eine hochbrisante Partie. Und ich glaube, kurz vor Ende hat er nochmal die Chance, das Ding rumzureißen, oder? Mit Läufer C3. Hier. Aber warte, ich sehe es gerade nicht. Ich muss sagen, hier gucken. Läufer C3. Aber jetzt H4, G4, König G2 ist wahrscheinlich gut. Oh. E1 Springer bringt wahrscheinlich so viel. Ja, er hat bestimmt E1 Pre-Move Dame eigentlich. Aber E1 Springer, König H1 geht es auch nicht weiter wahrscheinlich. Ja, wer weiß, ne? Wer weiß, Springer F3, dann noch auf Matt. Okay, sehr spannende Partie. Also, ja, das hat gut funktioniert hier gegen Spieljunge. Okay, wir nehmen mal wieder irgendeine Partie hier. So, okay, gegen Jus Leofas. So, wollen wir nochmal irgendwie... Weiß ich nicht. Was haben wir noch? Lass mich noch einmal blind spielen. Ich muss ja eine Mal gewinnen blind. Ach so. Das ist so traurig. Okay. Dann hau rein. E4. Okay, vielleicht kriegen wir das Nackmann-Sonnen-Gambit hin. Nee, doch nicht. C5. Weil das man auch machen kann? Ah, nee, jetzt machen wir schon so. Was hat er gemacht? C5. Aha. D4. Oh, jetzt bist du aber aggressiv eingestimmt hier. Mocha spielt sehr viel. Sehr schlecht, aber auch sehr viel. C3. Ja, das war die Kindheitseröffnung. Damit habe ich angefangen. Aber ich auch. D schlägt C3. Angefangen. Springer schlägt C3. Ach, du hast ganz früh E4 gespielt? Sehr wenig. Ich hatte so eine kurze Mocha-Phase. E5. Also ich glaube, das ist nicht die Widerlegung. Springer F3. Springer C6. Ja, Läufer C4. Okay.
Eingeloggt. Okay. Du hattest eine Morra-Phase. Das wusste ich auch noch nicht. Ja, ich glaube echt. Keine sehr lange, mit 13 oder so. Aber ich war ja eigentlich schon mal D4-Spieler. Springer F6. Springer F6. Da müssen wir jetzt hier mal fragen. Ne? Springer G5. Oh, jetzt werden die Fragen gestellt gegen den Punkt F7. Dame E7, so verteidigt er ihn. Läufer schlägt F7, Schach. Oh, du Fuchs, ich weiß, was du vorhast. Du willst dir die Dame schnappen. König D8. Springer E6, ist das schön. Ist das schön. So, der LP-Master hat eine Frage. Auf welchen Feldern habt ihr noch nie Schachmatt gesetzt? Ich führe da tatsächlich nicht Buch drüber, muss ich gestehen. Wahrscheinlich schon auf allen, ne? Man spielt ja doch auf allen? Viel. Meinst du nicht? Also in meinen 15.000 Bullet-Partien. So, jetzt hast du auf jeden Fall auf D8 matt gesetzt, nee, nicht matt gesetzt, aber ach, dem Gegner zur Aufgabe gezwungen. Ja. Juhu! Da, okay, das jetzt kannst du beruhigt ins Bett gehen. Ja. Oh Mann. Ja, also können wir dir nicht sagen, LP Master, da führen wir beide kein Buch drüber. Ja, so. Okay, komm, wir spielen gegen Bananenfreak. Hier auch Premium-Mitglied auf Chess24. Alte Bananenfreak. Der alte Bananenfreak. So, probieren wir es nochmal mit E4. Hm. Mal sehen, ob wir mal das Nackmanson-Gambit oder das Jerome-Gambit aufs Brett zaubern können. Dass du dich auch damit vertraut machst. Von den Vorteilen davon überzeugen schön, kannst. Ja. Dazu müsste erstmal der Bananenfreak da sein. So. Hm. Bananenfreak, bist du am Start? Sonst müssen wir leider in die nächste Partie gehen. Bananenfreak ist auf jeden Fall online noch. Ja. Aha. Bananenfreak. Hat es gewittert. Gewittert? Ihr wisst, was ich meine. Er hat den Braten gerochen. Und ist dem Jerome-Gambit und Nagmanson-Gambit ausgewichen. Ich überlege auch gerade, man sagt gewittert, ne? Alles gewittert. Aber sagt man so nicht auch, wenn es gewittert? Ja, das habe ich auch gerade verwirrt. Chat, wenn da irgendwelche Deutsch-Muttersprachler sind, sagt man das? Er hat es gewittert? Ja, ne? Er wittert es. Er hat die Witterung aufgenommen, er hat es gewittert. Er hat es gewittert. Ja. Hm. Ja, ist doch auch schön. Lernen wir noch ein bisschen die deutsche Sprache. Auf jeden Fall. Sagt man so, ne? Meine ich doch. Ja, wenn Ice King Frost das sagt, dann wird das auch stimmen. So, wir spielen mal den Grand Prix-Angriff hier mit Weiß. Aber ich weiß gar nicht, ob wir den hinbekommen, weil Bananenfreak, der wittert hier alles. Okay, spiel mal den Läufer raus. Läufer B5. Läufer D7. Okay. Yannick Brawlstar sagt auch, das ist richtig. Alles klar, dann wissen wir Bescheid. Stabil, stabil. Okay, jetzt haben wir schon mehrere Quellen, die das bestätigen, ne? Ja. So. Ja, ich nehme mal hier den Bauern mit. Bananenfreak spielt gut bisher, ne? Hier 1032, dachte ich, okay, ist vielleicht noch neu am Start, aber bisher alles sehr vernünftige Züge. Ja, ich habe zwar einen Bauern. Sogar Kompensation für den Bauern, würde ich sagen. Also alles noch im grünen Bereich. Ja. Ich habe den Bauern mitgenommen, aber er entwickelt seine Figuren. Das ist. Dame E7 Fehler. Ja, darauf habe ich gehofft. Hier, kaum fester. Logisch dich, Bananenfreak. Geht's hier den Bach runter. Dame E7 natürlich logischer Zug, aber jetzt bist du da gefesselt. Oh. Und da, das kostet Material. Ich glaube, Markan hat eine Herausforderung gestellt. Okay, der werden wir dann gleich mal nachkommen. Markan, der Gierschlund, wartet.
Aber Jan ist ja auch so ein bisschen ein Gierschlund, oder? Ich bin ein Gierschlund? Warum das denn? Was habe ich getan? Naja, also, du hast ja schon den gewissen Ruf erarbeitet, dass du den einen oder anderen Bauern dir einsteckst, wenn sich die Möglichkeit ergibt. Ach so, ja, ich weiß gar nicht. Ich weiß gar nicht, warum. Ich glaube, ja, je mehr man das behauptet, dann irgendwann wird es Wahrheit. Sonst so meine Eröffnung sehr gar nicht so. Ich bin eher so der Bauernopferer, so repertoiremäßig. Aha, jetzt wird es endlich richtig gestellt. Nee, ich glaube, meine Tendenz ist schon, was aber eher eine Schwäche ist, dass ich im Zweifelsfall, glaube ich, lieber Bauern schlage als Opfer. Aber ja, diesen Ruf habe ich, glaube ich, irgendwie dadurch, dass ich es dann ein bisschen übertrieben habe manchmal in den ganzen Bantablitz-Shows. Wirst du denn lieber bekannt sein für deine Flagging-Skills oder für deine Bauern-Einsteck-Skills? Nee, das Bizarre ist ja mit den Flagging-Skills. Wobei ich glaube, da habe ich mittlerweile vom Mainstream ein bisschen recht gekriegt. Meine Einstellung war immer auf jeden Fall so in 3 oder 5 Minuten Partien. Zeit ist Teil der Partie und es ist nichts besonders Anrüchiges dabei, jetzt auf Zeit zu gewinnen. Wobei, Giri hat ja ein bisschen was einstecken müssen, ne? Ja, Navarra war traurig, ne? Also muss man natürlich immer für sich selber mit der entsprechenden Situation ausmachen. Aber früher, als ich angefangen habe, so mit Online-Schach, so in den 90ern, war es echt so total verpönt, irgendwie auf Zeit zu gewinnen. Naja, was soll man machen, wenn man jetzt irgendwie die Partie spielt und am Ende hat der Gegner keine Zeit mehr, dass dann jeder sich den Fairnesspreis abholen muss und hier, wenn der Gegner auch 1 Sekunde hat, Remis anbieten, habe ich nie verstanden, weil man hätte ja auch selber langsamer spielen können, dann vielleicht besser. Das hat mir Ja. nie eingeleuchtet, deshalb habe ich so ein bisschen diesen Flagging-Ruf mir erarbeitet, wobei es, machen wir uns nichts vor, ziemlicher Quatsch ist, so jeder seriöse Bullet- oder auch Blitzspieler ist 40 Mal so schnell wie ich. Also ist nicht so, dass ich jetzt am Ende mit der Maus irgendwie besonders gut werde. Aber ich war schon immer ein Verfechter davon, dass es nichts Falsches ist zu flaggen heutzutage. Die meisten ernsthaften Turniere war ja auch mit Increment gemacht, sodass es nicht mehr das große Thema ist. Aber ich fand immer, ja, Teil der Partie, wenn man 5 Minuten oder 3 Minuten Blitz spielt, dass man dann halt auch in dieser Bedenkzeit bleibt. Ja, das finde ich auch. Also, es ist nun mal beim Blitzschach Teil der Gleichung. Es geht nicht nur um die Stellung, es geht auch darum, schnell gute Züge zu machen. Und ja gut, wenn dann eben einer keine Zeit mehr hat, dann ist das so. Aber ich bin auch ein großer Freund, dann mit Aufschlag zu spielen, um genau so unschöne Situationen zu vermeiden. Ich finde sie halt nicht unschön. Ich finde sie ganz normal. Da hat ja jeder so ein bisschen seinen Also. persönlichen Ehrenkodex. Ne? So bei Turm gegen Turm zum Beispiel, da bietet man dann normalerweise schon Remis an. Aber dann gibt es auch immer so Nuancen, wenn ich seit, keine Ahnung, seit 3 Minuten völlig auf Gewinn stehe und der Gegner hat noch 10 Sekunden und man guckt nicht mehr hin und stellt dann was ein, weil man weiß, er hat noch 1 Sekunde. Und dann hast du eine Remisstörung, muss ich dann jetzt deshalb Remis annehmen. Ne? Also es ist immer so eine Grauzone. Deshalb. Ich bin nie böse, weil ich von irgendjemandem gefleckt werde, auf jeden Fall. Ja. Okay, ja. Kommt immer drauf an. Nochmal danke für den Support an unseren Freund, der fragt: Kennt ihr das Mike Oxlong Gambit? Mir sagt das nichts, dir? Nee, ist das so ein Spaßanruf, so wie Bart Simpson in Moe's Bar, so? Weil Mike Ox könnte man ja auch anders aussprechen. Und ich glaube, seinen Usernamen auch. Weil vielleicht ist das so ein bisschen seine Schiene, seine Humorschiene. Okay. So, okay. Raffaello, was hat er denn herausgefordert eigentlich? Was spielen wir hier für eine Partie? 3 Minuten hat er mit Aufschlag gemacht oder nicht? Wahrscheinlich ohne Aufschlag, wie ich ihn kenne, damit er schön auf Zeit ziehen kann. Ja, ohne Aufschlag hat er gemacht. Ja, das habe ich mir schon gedacht. Gut, ich mache mal die Züge hier. Du kannst ja auf den Chat ein bisschen schauen. Ich lese total gespannt den Chat. Was ist Sehr los bei gut. euch? Sind noch Hamburger hier? Hamburg City. Niklas ist ja abgewandert. Oder glauben wir? Wir wissen ja nichts über Niklas. Ne? Also Ich bin in der Berlin. Mann Ich bin hinter in dem Berlin. Streamer. Das ist das Einzige, da was er durchblicken lässt. Ich bin in Berlin. Aber sonst. Was diskutieren wir? Jonas Wolf, wir wissen. Jan, du als großer Filmserienkenner, wie fandst du als großer Basketballfan der letzte Tanz, Last Dance, die Michael Jordan, Chicago Bulls Dokumentation?
Also ich habe es natürlich gerne weggeguckt, ist Pflichtprogramm als Basketballfan. So, und ja, ich fand es schön, dass die Serie überhaupt entstanden ist. Man kann dann natürlich immer Finger in die Wunden legen, wenn man es denn möchte. Es war offensichtlich Jordans Version der Geschehnisse und es gibt, glaube ich, auch andere Versionen der Geschehnisse, aber die kriegst du halt nicht, wenn du Jordan sagst, hier, wir wollen das total kritisch alles beugen. Dann sagt er, ja, dann macht das aber ohne mich. Also, ja, ich fand es okay so. Viele Sachen, die man wusste oder die man, glaube ich, auch anders hätte erzählen können, aber trotzdem, ich habe mich gefreut, das wegzugucken. Hast du es gesehen, Niklas, dieses Last Dance, die Jordan-Doku? Nee, überhaupt nicht. Das fahre ich jetzt zum ersten Mal tatsächlich. Also über Jordans Zeit in der NBA. Ja, der Aufhänger ist so die letzte Saison der Bulls 97, 98. Aber im Prinzip gehen sie die ganzen Jahre zurück. Also die ganzen Meisterschaften, die kritischen Spiele, auch Scottie Pippens, Werdegang, Rodmans und so weiter und so fort. Die Battles mit den Pistons vorher. Also ja, ist gut guckbar, wie gesagt. Ist so ein bisschen, gibt es, glaube ich, den Trend im Moment, dass jeder seine eigene Dokumentation hat. Also ich glaube, es gibt jetzt hier die Schweinsteiger-Doku auch und die Groß-Doku und Taylor Swift und so weiter, die häufig dann doch sehr aus der Perspektive des Dokumentierten, sagen wir mal, gezeigt werden. Also ein bisschen so ein anderes Genre. Ich habe es bei Jordan gerne geguckt, aber das Genre an sich finde ich so ein bisschen komisch. Ist so, wie wenn du jetzt Niklas Uschenbeek produziert, Niklas Uschenbeek die Dokumentation und wir interviewen, keine Ahnung, deine besten Freunde, deine Family, die ja noch alles nochmal sagen, nee, Niklas ist total netter Kerl, ist auch total bodenständig, trotz seines ganzen Erfolges. Und nee, der hatte total recht damals bei dem Streitfall. Also, ja, weiß ich nicht. Ist ein komisches Genre, aber Last Dance war ich trotzdem super. Okay. Gut. Will jetzt mich mit Springer B6 belästigen, muss ich schon sagen. Das ist ein ernstzunehmender Zug. Ich mache mal Läufer D8 dagegen, auch wenn es mir nicht so gut gefällt. Dame D4, jetzt kommt er aber nach vorne her. Man kann, der kann, sagt man ja auch. Ne? So sagt man das ja. Ja, Springer C5 will er wahrscheinlich auch noch. Er will zu viel. Ja gut, was soll's. Warum nimmst du nicht hier den A jetzt nicht mehr natürlich? Oh, der ist fies. Ja. Muss ich mal in die Trickkiste greifen hier. Huiuiui. Aber ich weiß nicht, ob es ein guter Trick ist. Wahrscheinlich nicht. Ja, wenn er so einen macht, zum Beispiel. Okay, schlagen wir mal hier. Er hätte auch Läufer F2 machen können. Ich glaube, das wäre noch giftiger gewesen. So, jetzt kann ich hier einen Schach geben. Ja, das sieht doch das. Okay, ja. König B1. Das muss ich wohl. Schlecht aus, oder? König B8 habe ich da jetzt, oder? Oh. Alles safe. Okay. Oder nicht? Ich will das hier gar nicht schlecht reden. Oh, doch nicht. Doch nicht alles safe. Ja, so safe nicht, ne? Verdammt. Ja, das wird schwer jetzt, glaube ich. Es wird schwer. Okay. Wie halte ich die Partie noch am Laufen? Wahrscheinlich gar nicht. Schwer. Ich habe auch noch die schlechtere Zeit. Das ist alles sehr unglücklich. Die Dame fleckt auch immer in so einer Situation. Das ist schwer unter Kontrolle zu halten. Dame fleckt immer, ja. Dame ist kommt auch noch mit dem. Eine mächtige Flagging-Waffe. Ja. Kann immer so viele Schachgebote geben. Ja, du weißt ja nie, von wo sie ankommt. Jetzt. Aber er lässt sich hier noch Zeit. Ich weiß gar nicht warum. Ich würde hier einfach die Züge rausballern. Ja, ich glaube, er will auf Stellung gewinnen. Ja, ja, gut, das tut er auch. Ne? Auf alles gewinnt er. Oh, jetzt. Okay, da ist das matt. Alles klar, gute Partie an Markan. Schön gespielt. Da habe ich zwischendurch den Faden verloren. Ich glaube, es sah mal ganz gut aus. Dann ich dachte, er auch noch Batterie kurz aufgebaut. Vor kurz vor Batterie hier, nach Dame D4, irgendwann konntest du bestimmt mal auf A2 schlagen, hier zum Beispiel, oder? Ist das nicht nervig für ihn? Ich dachte, er macht trotzdem Dame E3.
Oder Springer Und? B6 und Dame E3. Ne, ich meine. Ich mache eine andere Stellung später. Wo denn? Ich, Ach, nach Dame ja, D4 hier zum jetzt. Beispiel jetzt. Ah, Ja, jetzt. ich glaube, es ging ja, ein paar Züge Ah. hier insbesondere. Ja, das Matt Weiß nicht, ist ob es geht bestimmt ein weiter, ne? B3 bisschen. und Ja, Rose jetzt noch B3. was auf A1, da geht bestimmt irgendwas. Ja. Scheiß Remis, also B3 Lauf F6, Springer B6, König A7, Springer C8 und Dauerscher. Wie Dauerscher. Ist nicht Ist doch matt Dauerscher? auf Ah ne, ist A7. matt. Okay, dann nehme ich doch. Ich dachte Springer B6, aber Dame A7 ist noch besser. Wie kram nicht, das ist auch übersehen, das matt. Ah, ist Okay, nicht. heiße Kirsche gegen Macker. Heiße Kirsche, heiße Kirsche. Okay. So. Ja, gehen wir mal in die nächste Partie, würde ich sagen. Oh, mir wird hier auch ein bisschen warm mit den Leuchten auf jeden Fall. Wie ist es bei dir? Du noch im Pulli? Ne, jetzt habe ich mich dran gewöhnt hier an das Rampenlicht. An das Rampenlicht. Okay. Was sagt der Chat? Was sagt der Chat? Was mögt ihr am liebsten? Blitz, Rapid oder klassisch? Ich persönlich klassisch. Bei dir, Jan? Blitz, glaube ich. Ich habe so ja, kurze Aufmerksamkeitsspanne. Wahrscheinlich in meinem fortgeschrittenen Alter bin ich am besten im klassischen Schach inzwischen, weil man ja da den Verfall, glaube ich, am längsten kompensieren kann. Aber von Haus aus am liebsten mache ich immer Blitz. Okay, ja gut, dann passt das ja mit den Geschwätzblitz und Banterblitz auf Chess24. So, wir spielen gegen Straight Dave. Wollen wir nochmal irgendwie, weiß nicht, Hand and Brain machen? Können wir. Nach der Partie muss ich einmal hier ein stilles Örtchen auf so eine Karche noch sowas von wegbrainen. Straight Dave, wenn du denn da bist. Wenn Straight Dave da ist. Nee, Straight Dave, so wäre das nix. Ne, das müssen wir leider abbrechen. Tut mir leid. Tut mir leid, denn wir haben hier noch viele Leute, die auf eine Partie warten. Nämlich zum Beispiel The Doctor. The Doctor. Aus der Schweiz. Okay, dann sag mal an. Was soll ich tun? Figuren sagen. Bauer. Okay. Uiuiui, Das ist G5. das. Ja, ein bisschen respektlos hier dem Doktor gegenüber Läufer. Ne, es ist Kroppangriff im Nachzug. Ist besonders gut gegen C4 Kroppangriff. geeignet. Ist ja im Anzug schon sehr schlecht. Bauer. Ja, aber hier siehst du die Vorteile direkt. Okay, Bauer. Ich sage einfach Bauer, solange es gut geht. Guck mal, jetzt haben wir schon Raumvorteil am Damenflügel, am Königsflügel, pardon. Bauer. Bauer. Ja, wahrscheinlich willst du hier vor. Ich sag einfach Bauer. Du sagst einfach immer wieder Bauer. Naja, noch. Irgendwann sage ich auch mal was anderes. Okay, dann passt Na, es ja. noch nicht. Tja, Bauer, würde ich sagen. Geht er wieder zurück auf die Grundreihe? Das sehen wir gerne. Das sehen wir gerne. Da haben sich schon unsere, hat sich unsere Expansion schon gelohnt hier. Läufer. Na gut, spielen wir das positionell her. Läuft schon zu Ah, drei. Dame. Schön die Struktur verschlechtert. Springer. Okay. Guck mal. Läufer. Da kann man jetzt nicht sagen, dass diese Eröffnung irgendwie, also war auch ein voller Erfolg, oder? Ja, aber ohne The Doctor zu nahe treten zu wollen, ich glaube, er hat dazu dem Erfolg beigetragen. Springer. Wie, was ist? Ach so, du willst den so decken. Ich will so Okay. springen. Ja, Bauer ist gedeckt auf G5. Und wir stehen aktiv. Absolut, absolut.
und verabschieden uns von Spin, einem geschätzten Moderatoren, der, glaube ich, ja. Achso, du hast schon abspinnt? Du spinnst fort. David, sitzt du ein? Ja, Bauer, da muss man der Strategie auch mal treu bleiben. Auf jeden Fall. Alle nach vorne. Muss man beim Schachturnier einen Anzug tragen? Nein, also bei manchen vielleicht, aber bei den meisten nicht. Zweimal Lieblingsgroßmeister zusammen. Vielen Dank, Thomas. Wer ist dein anderer Lieblingsgroßmeister, Thomas? Er soll jetzt alle aufzählen? Ja, finde ich schon. Auch nach Lieblingslieblinge. Die Top 10, Thomas. Die Top 10. Was hier los? Sprengstich G5, funktioniert das? Springer. Nee, funktioniert nicht. Sage ich jetzt einfach mal ganz nonchalant. Ja, Dr. Herr Springer 7 übersehen. Bauer. Ja, Dame G6, Springer F7. Ne, Dame G6 will er gar nicht mehr machen. Er rochiert einfach. Ganz cool. Das interessiert das, ne? Okay. Tja, ich sag weiter, Springer. Ja gut, gehen wir mal auf die Entwicklung. Der hat noch nicht gezogen. Kann auch mal nach E5 kommen. Sieht gut aus gegen The Doctor. Dame G6. Springer. Okay, den behalten wir auf jeden Fall. Springer. So, bringen wir mal den Freund raus. Und dann gehen wir auf Angriff. Mein Lieblingsschachgroßmeister ist Jan. Der ist mir am sympathischsten. Oh. Nette Worte von Inventrium. Danke, Inventrium. Dame. Kavum. Springer. Okay, schlagen wir mal auf C4, das droht matt. Gute Sache hier. Das wird schwer für den Doktor. John Gotti fragt, ob du den Film The Gentleman gesehen hast. The Gentleman? Sagt mir gerade nichts, glaube ich. John Gotti sagt mir was. John Gotti sagt mir auch was, ja. The Gentleman? Ne, was ist das für ein Film? Ich weiß es nicht. Ich habe den auch noch nicht gesehen. Mach mal hier Dame. Noch kein Matt. Dame C2, gute Verteidigung von The Doctor. Nochmal Dame. Ja, wir halten die Dame auf dem Brett. Ja. Macht mehr Spaß so. Weiter, ne? Ja, brauchen noch mehr. Wir brauchen noch Reinforcements, wie der Franzose sagt. Tja. Mir fällt schon nichts mehr ein. König? Ja. Hat er es nochmal verteidigt hier? Der Doktor ist auf C. Langfristig natürlich immer noch schwer für ihn, weil wir ja doch die ganzen Springer haben. Springer. Ja, und die machen immer so fiese Gabeln. Wie jetzt. Der Springer. Ja, gut. Was man hat, das hat man, ne? Springer. Springer. Wohin des Weges? Naja, gibt nur eins, wo er nicht weg ist. König müssen wir aber machen. Oh, du siehst alles. Okay. Springer. Jetzt sehen wir gleich den Nutzen von dem Haborn, dass der nach vorne gezogen ist. Tja, Springer. Der Haborn, der macht das Rennen. Tatsächlich echt häufig so gut. Die Partie haben wir eh gut im Griff. Aber dieser Bauer auf H3 eines Tages ist doch H2 eine Schwäche und der Haborn macht das Rennen. Ne? Das ist echt, das geht häufiger, als man denkt. Ja. Ja, das so, kann man Springer. Sich merken.
Aber jetzt wollen wir ihn auch hier zu Ende bringen. Jetzt bringen wir es zu Ende. So. Ja, machen wir mal Springer hier. Und oh, nicht, dass ich noch einen Dauerschach hier irgendwie blande mit Turmschlag B7. Aber alles entspannt. Ich muss ja den Film The Gentleman kurz recherchieren. Alles klar. Habe ich den gesehen? Sagt mir auch so gar nichts. Normalerweise habe ich wenigstens gehört und habe ihn dann nicht gesehen. Ja. The Gentleman. Also vielen Dank an The Doctor für die Partie. 2019 Komödie. Ist das der Guy Ritchie-Film? Ah, das kann sein, ja. Ah, ja, stimmt, stimmt, stimmt. Nee, habe ich noch nicht gesehen. Ist gut, muss ich auf jeden Fall gucken. Jetzt, wo ich ja eher so tun will, als sei ich Cineast, setze ich gleich auf meine Guckliste. Also du bist das nächste Mal bei Rocket Beans als Filmexperte zu Gast, oder wie? Ich weiß nicht, wie spruchreif das schon ist. Ach so. Aber ich bin echt nicht so, auf jeden Fall werde ich so tun. Ich bin echt nicht so großer Filmexperte mehr. Früher mehr, aber man kommt ja zu nichts, ne? Ja, viele Schachturniere, die stattfinden auf Chess24 oder generell. Ja, ja, komischerweise. Eins sagt das andere, ne? Also nie so busy gewesen. Seit Corona angefangen hat oder dieses, ja, viel zu Hause bleiben, habe ich echt fast durchkommentiert. Also war Kandidatenturnier, dann das Carlsen Invitational, dann dieses Nations, FIDE Nations Cup, Steinitz Memorial, das Lindoris Abbey, das ist das zweite von der Carlsen-Serie. Ja. Also das Mr. Dodgy Invitational, jetzt morgen geht es weiter mit dem Chessable Masters. Also, ja, viel am Kommentieren. Ja, wow. Also du hast auf jeden Fall ordentliche Ausdauer dir angeeignet. Naja, so. Ich jammer ja gerne über alles, aber gerade in diesen schwierigen Zeiten ist auch nicht der allerschlimmste Job irgendwie. 3-4 Stunden pro Tag in meinem Keller zu sitzen und ein bisschen über Schach zu reden. Okay. Noah Hazard. Jan, wenn du Filmexperte sein willst, dann musst du auf jeden Fall Interstellar gesehen haben. Okay. Interstellar habe ich gesehen. War nichts für mich. Ich glaube, ich bin nicht schlau genug. Also ich glaube, es ist so ein Film, an dem sich die Geister so ein bisschen scheiden, so manche sagen. Bester Film aller Zeiten, ey, so mindblown. Kein Plan, komische Charaktere, 3 Stunden irgendwie wirres Gelaber und hin und her Zeitgereisen und am Ende die Standardthese von Nolan, so hey, Zeit ist voll manipulativ, ist so ein Kreis, ey, Zeit ist hier, da ist das. Verstanden. So, ich muss kurz weg, ich bin gleich wieder da. Alles klar, bis gleich. So, Freunde, was machen wir noch? Also gegeneinander werden wir nicht spielen heute, sondern wir spielen zusammen gegen euch. Das ist nämlich das 50.000 Abonnenten Spezial. Und da wollen wir gegen so viele wie möglich von euch lieben Zuschauern spielen. Und apropos, ich hatte vorhin mal gelesen, The Big Greek ist mir auf den Fersen. Der hat ordentlich zugelegt in letzter Zeit mit den Abonnenten. Auch die 50.000 schon geknackt und überholt mich wohl. Außer wir legen alle zusammen und stoppen ihn. Also wer noch nicht abonniert hat, Freunde, der kann das gerne einmal nachholen auf YouTube. Einmal den roten Button klicken, dann seid ihr auch mit dabei. Dann können wir vielleicht The Big Greek noch aufhalten, bevor er übernimmt und der größte deutsche Schach-YouTuber wird. Also es liegt an euch, Freunde. Ob wir The Big Greek stoppen oder nicht. Aber natürlich alles im guten Sinne. So. Grüße an David im Chat. David Nickel, der aus Wiesbaden grüßt. Wie wäre es mit Räuberschach am Ende? Ich glaube, auf Chess24 gibt es noch nicht die Möglichkeit, Räuberschach zu machen. Aber vielleicht in der Zukunft. Nein, 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 nicht The Big Greek deabonnieren. Nein, 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 nein. Also das dazu rufe ich definitiv nicht auf, Freunde. Nein, nein. Aber ihr könnt gerne unsere beiden Kanäle abonnieren. Das war auch ein bisschen Spaß gemeint. Ne? Das ist ja auch eine sehr positive, sag ich mal, positiver
wie sagt man, Wettkampf. Von daher, Grüße gehen raus an The Big Greek, guter Mann. Hat ordentlich Schach auf YouTube nach vorne gebracht im deutschen Bereich, auch mit seiner Kooperation mit Papa Platte, PogChamps, da ist einiges passiert. Viele Leute haben so auch den Weg gefunden zu Schach, mal wieder das verstaubte Schachbrett aus der Ecke geholt. Ist auch eine schöne Sache. So. Ja, das Nackmann-Sonnengambit, Sebastian. Das, vielleicht kriegen wir das noch hin, kann ich nicht garantieren. Da muss ja der Gegner auch mitmachen. Genau, wir spielen heute auf Chess24. Und nicht auf LeeChess, weil Jan ist einer der Gründer von Chess24. Von daher ergibt das deutlich mehr Sinn, wenn wir bei ihm zu Hause quasi spielen. Und nicht auf LeeChess. Aber ansonsten werden wir wieder auf LeeChess spielen, weil es auch mehr Möglichkeiten gibt. So, willkommen zurück an Jan. So, ich muss nochmal meinen Bildschirm teilen für dich. Okay, das läuft wunderbar. Was passiert? Habe ich mich ausgelockt, geistesabwesend, wie ich bin, oder warum war ich verschwunden? Das weiß ich nicht, aber auf einmal war der Call zu Ende. Oh, verwirrend. Sorry. Ich glaube, ich habe nichts angefasst. Ich habe meine komischen Kopfhörer in die Box gepackt. Vielleicht bricht er dann den Call ab, weil die Audioverbindung anders ist. Ich weiß es nicht. Das kann sein, ja. Ich würde mir auch noch mal ganz kurz was zu trinken holen. Und dann können wir noch ein paar Partiechen spielen, würde ich sagen. Ein Traum. Spielt Jan eigentlich noch Poker? Das kannst du in der Zwischenzeit beantworten. Meine Online-Poker, ich glaube, ich 2008 beendet. Ich sehe mal wieder, wie uralt ich bin. Aber nee, Poker schon ganz lange nicht. So, ich nehme hier mal irgendeine Challenge an. Ich bin natürlich... Bin natürlich biased hier. Krypto. Bist du Krypto-Experte? Niklas ist bestimmt auch Krypto-Experte. Niklas verrät uns ja nichts über irgendwas. Aber Niklas sieht mal aus wie so ein Berliner Startup-Szene. So. Niklas hat bestimmt hier Kryptos, oder? Hier so Cardano, Tezos. Niklas diskutiert bestimmt mit seinen Krypto-Partys. Was du für. Ja. Und du nicht, oder wie? Also, was du für Begriffe kennst? Cardanos? Cardano. Cardano, noch nie gehört. Nee, ich war mal bei dem... auch den üblichen Disclaimer machen. Ist keine Investment-Show, der Niklas Oschenbeet streamt. Ja, genau, von daher verabschieden uns vielleicht besser wieder von dem Thema. Ja, ich kann nur drauf, weil ich gegen Krypto spiele. Krypto schlägt auf C6. Ach so, du spielst schon, jetzt habe ich ganz verpasst hier, das ist schon eine Partie gegen Krypto. Aha. Zack, zack, zack. Ja, auf geht's, wunderbar. Janek sagt, wie kann, wenn ihr quasi telefoniert, die Tonqualität so gut sein? Abgefahren, ne? Wie telefonierst du denn, Janek? Was ist denn los? Eigentlich ist die Tonqualität immer gut, oder? Also außer, wenn man jetzt wirklich schlechtes Netz hat. Ja, manchmal ist sie schlecht, aber ist doch normal heutzutage. Sag ich jetzt wahrscheinlich. Wahrscheinlich ist vielleicht dann die Qualität schlecht. Aber ich glaube, wir sind ja beide als alte Streaming-Hasen, hier haben wir wahrscheinlich beide vernünftige Mikrofone. Ich glaube, da kommt es eher drauf an, als auf die Telefonverbindung, oder? Ja, ich denke auch. Aber ich glaube auch, dass Skype da mithilft. Ich glaube übrigens, Jan, wir haben dasselbe Mikro. Kann das sein? Guck mal her. Ich habe hier Rode so durchgestrichen, steht bei mir drauf. Röde. Ja, das ist die Marke. Aber ich glaube, wir haben dasselbe. Du hast auch so ein Popfilter da direkt mit davor, ne? Ich habe ja auch so ein. Ich dachte immer, damit ich nicht gegenspuck. Aber es ist wahrscheinlich auch für beides. Den Ton, ne? Aber ja. Das ist für die P-Sounds. Dass die nicht so rauspoppen. Okay. Genau. Gute Sache. Muss man sich nicht extra noch so einen Popfilter holen. Und bin damit auch sehr zufrieden eigentlich. Da bist du, glaube ich, echt
mehr Profi als ich in diesen ganzen Themen, weil ich mache immer nur, was mir die Chess24-Technik-Jungs sagen, wenn die sagen, hier, nimm das, dann nehme ich das. Aber ja, also wir haben natürlich häufig technische Sorgen, aber ich glaube, am Mikro liegt es nicht. Das Mikro macht verlässlich seine Arbeit. Ja. So, und was macht Krypto? Krypto hat den Bauern verloren. Krypto, ja, geht eher so seitwärts, ne? Ein bisschen runter jetzt sogar. Ja, das stimmt. Jetzt habe ich es auch kapiert. Okay. Genau, Armin. Wir spielen auf Chess24. Eine Partie gerade. Also für die, die es nicht kennen, viele sind ja hier vielleicht noch nicht so lange dabei oder gut, weiß ich nicht, aber auf Chess24 kann man selber spielen, man kann trainieren, es gibt Videoserien zu allem, was das Schachspielerherz begehrt, also tausend verschiedene Serien auf hunderten Sprachen gefüllt. Mittlerweile, wie viele Sprachen habt ihr? 10? Ich will Irgendwie es gar nicht sowas, wissen, ne? also die drei Hauptsprachen am Anfang waren Englisch, Deutsch, Spanisch. Dazu Französisch haben wir noch relativ intensiv gemacht. Die Shows gibt es jetzt gleich in noch viel mehr Sprachen häufig. Aber ja, das sind so die Hauptdinger. Und im Moment ist halt echt viel live kommentieren, ne? Dadurch, dass ja gefühlt jeden Tag Turniere sind. Morgen geht schon wieder weiter mit dem Magnus und der Rest vom Schützenfest in Aktion. Ja, Also ja, im Moment ist es viel. das Chessable Masters. Also selber spielen, trainieren. Die News von Chess24, die lese ich eigentlich immer, weil die sind so gut geschrieben. Colin McCourty, sehr, sehr Ja, vor guter allem Mann. auf Englisch. Also gut, ich muss es ja loben vom Berufshalber, aber auch sonst, Colin finde ich echt, macht seit Jahren da sehr, sehr gute Arbeit. Und ja, ich Weltklasse. freue mich immer, wenn er was Unglaublich geschrieben gut. hat. So, Unglaublich Shoutout, gut. Colin. Unglaublich gut. Also, ich lese eigentlich Das kostet auch ständig. nichts, das ist kein Verkaufsgespräch, aber die News, die englischen, finde ich auch, ja. Muss man Ja. Colin ab und zu mal loben, hat er sich verdient, auf jeden Ja. Fall. Ich meine, seit Anfang an dabei im Prinzip, ne? Ja, absolut. Und richtig top. Noah H. fragt, sind die Videos kostenlos oder muss man dafür ein Abo abschließen? Nee, für die Videos, die Lernserien, das ist so Netflix-mäßig, braucht man die Premium-Mitgliedschaft, mit der man auch hier, keine Ahnung, in unseren Bantablitz-Shows und so weiter mitspielen kann. Ja. Aber die News sind kostenlos und die ganzen Live-Shows, die wir jetzt machen hier, Live-Turnier-Kommentare, sind auch kostenlos. Wobei, okay, Werbeblock ist auch gleich vorbei. Wir uns natürlich freuen über die Chess24 Premium-Mitglieder, die den Laden am Laufen halten. Aber der Lachs ist kostenlos und ihr könnt hier, ich weiß es gar nicht, soll besser vorbereitet sein oder sowas. Könnt auf Twitch, auf YouTube die üblichen Sachen folgen oder guckt einfach vorbei auf chess24.com. Morgen 16 Uhr. Im Chessable Masters mit Kasen Caruana hieß das. So, Werbung Ende. Okay, morgen 16 Uhr wisst ihr Bescheid, Freunde. Jan kommentiert auf Deutsch und ja, da kann man sicherlich mal reinschauen. Der Stream wird auch auf YouTube hochgeladen oder der ist direkt danach auf YouTube. Der Bo fragt das. Nö, der ist auch live auf YouTube. Wir sind, ich glaube, wie du auch, so multiplattformmäßig unterwegs. Man kann es auf Twitch gucken, auf YouTube. Ich muss gestehen, teilweise businessmäßig, aber interagiere ich meistens nicht doll mit dem YouTube-Chat, sondern mehr mit dem Chess24-Chat. Aber läuft auf, ich bin nicht der große Fachmann für sowas. Ich glaube, es läuft auf YouTube, auf Twitch und auf Facebook, was man da alles so anhaken kann bei dem Multistreaming-Ding. Ja. Periscope. Ja. Ursprünglich war die Idee immer, dass man es direkt auf Chess24 guckt und dann, ja, dann noch die Partien wechseln kann im kleinen Fenster und die Engine und so weiter dazu hat. Aber ich glaube, dass sich die Welt auch ein bisschen geändert. Dass es natürlich auch jetzt mehr Streaming-Anbieter gibt und Dienste, wo man das verfolgen kann und die Leute es auch verfolgen. Also zu den Anfangszeiten von Chess24, wo es eher so auf Embed basierte. Ja. Du meinst, dass viele Leute dann tatsächlich auch auf Twitch oder YouTube direkt schauen und nicht auf. Ja, ich glaube, am Anfang, als wir angefangen haben, so mit, ich weiß gar nicht, klingt schon wieder so wie Opa erzählt von den 50ern, aber ne,
Am Anfang gab es, glaube ich, noch nicht mal dieses YouTube-Livestream, sondern da war es echt so, dass du über Livestream, hieß das damals, Ach ja, direkt als Livestream, Embed ja. gehabt hast auf Chess24 und die Leute es dann im kleinen Fenster geguckt haben. So Ja. heutzutage ist ja normaler, dass man sich auf Twitch oder YouTube oder wo auch immer jetzt seine Shows reinzieht. Ja. Was für uns ja businessmäßig, weil der Plan natürlich ist, dass die Leute auf Chess24 kommen und dann da auch teilnehmen und idealerweise Premium-Mitglied werden, sich die Videos hier angucken, so weiter und so fort. Ja, ist eine neue Landschaft da jetzt, glaube ich, so ein bisschen, ne? Wie ist Ja. das? Ja, ich meine, im Endeffekt, also finde ich, schaue ich, wenn ich euch zuschaue, natürlich auch auf Chess24, weil ich dann auch selber die Züge durchspielen kann und so weiter und viel mehr Flexibilität habe, als jetzt auf Twitch oder YouTube. Aber gut, das ist jedem selber überlassen und da hat jeder seinen besonderen oder Absolut, eigenen absolut. Geschmack. Genau, und deshalb streame ich ja auch auf mehreren Plattformen, weil manche Leute schauen lieber auf YouTube, manche auf Twitch und manche vielleicht auf Facebook. Ist ja auch in Ordnung. So. Okay, wir gehen mal rüber in die nächste Partie. Ein paar machen wir noch und dann machen wir Schluss. Wir spielen mal gegen Hupfdude. Hupfdude, auch einer meiner geschätzten Moderatoren, der kümmert sich immer viel um den Chat und hat auch sonst gute Ideen. Spielen wir mal eine Partie hier gegen ihn. Spielt skandinavisch. Dame A5 Schach, Springer C3, das ist aber ein Ja, die verwirrender Weg, zu Überleitung. dieser Stellung zu kommen. Ja, das ist die Überleitung. Okay, Läufer raus, Läufer D2. Dame C7 spielt er schon mal prophylaktisch. Ja, bring ich meinen Springer auch noch raus. Bruno Wunderbar fragt, wie viele Züge kann man so berechnen als Profi? Das ist eine vielgestellte Frage. Die ehrliche Antwort ist immer, es kommt drauf an. Es gibt halt Situationen, wo du es abzählen kannst, zum Beispiel so ein Bauernendspiel. Wenn es er 10 Bauern dahin, ich 10 Bauern dahin, da kann man dann auch mal 20 Züge rechnen, wenn es echt so ein Zählding ist. Aber in der Praxis, in der Realität, so eine Stellung wie hier, da rechnet man meistens so zwei, drei Züge weit, schätzt es dann ab. Und wenn man sich sagt, okay, ist vielversprechend, dann kann man auch weiterrechnen. Aber es ist, glaube ich, selten, dass man jetzt tiefer rechnet als fünf, sechs Züge. Gibt auch die alte Faustregel. Long Variation, Wrong Variation. Also es ist nicht unbedingt ein Skill jetzt in dieser Stellung hier, 15 Züge zu antizipieren. Turm C1, Läufer G6, kurze Rochade, H6, Springer H4, Läufer A7, Springer F5, Läufer steht F5, Läufer steht F5, Springer D7, Turm E1, Springer F8, A3. Das hilft einem nicht groß weiter, sondern man überlegt halt, Ja, ja, stehe ich also. danach gut und dann gehe ich in die Richtung. Aber selten so, dass du jetzt wirklich hier 10 Züge vorausberechnest. So ist es. Also es hängt immer davon ab. Und Anna fragt, Jan, wird es bald wieder neue Opening Clinic Videos geben auf Chess24? Wie Anna, checkst du das nicht stündlich? Das ist schon seit Stunden draußen, das neue Video. Kaum macht man da mal 2 Monate nichts, dann kontrolliert Anna das nicht mehr alle 3 Minuten. Nee, weil ich mich schlecht gefühlt habe. Meine Ausrede war einerseits das Kinderkriegen und andererseits Moment, das viele Moment. Live-Kommentieren. Das Kinderkriegen? Ja, war nicht ich. Ja. Ein bisschen will man sich ja doch kümmern um die Ja, Family, natürlich. weil Das das Kind war am Start hat. Spaß Und gemeint. aber hauptsächlich, dass wir live kommentieren, deshalb war ich ein bisschen im Rückstand mit meinen Opening Clinics. Aber heute habe ich eine neue aufgenommen, müsste auch schon auf YouTube zu sehen sein. Was für die, die das nicht kennen, was ist denn die Opening Clinic? Das ist im Prinzip, dass Chess24 Premium-Mitglieder mir Eröffnungsfragen stellen und ich die nach bestem Wissen und Gewissen beantworte in einer Show, das ist einfach das Wie, Format. das heißt, Premium-Mitglieder können dich, einen der größten Eröffnungsexperten weltweit, einfach irgendeine Frage stellen zu einer Eröffnung Boah, und ich du will jetzt gerade nicht beantwortest bewerben, weil ich zwei Monate im Rückstand bin mit meinen das. Antworten. Es tut mir sehr leid. Ja, das war die Idee. Okay. Ja, das ist schon ein guter Service, ne? Naja, wenn ich es mal machen würde. Aber wie gesagt, ich habe viele Ausreden. Gut. Aber gute Show, ich schaue da auch mal rein, ist einiges Interessantes dabei. So, hier schaue ich mal, ob ich den König irgendwie matt setzen kann. Der sieht so verloren aus. Erstmal machen wir prophylaktisch König nach B1, da steht er besser. Schon mal die C-Linie räumen.
Dann kann da vielleicht was Ja, abgehen. jetzt schon sieht man sie ja schon aus, so nach Turm schlägt C6, Dame A6 matt am Horizont. Ja. Oder Dame E5, Dame B8 mal, das ist auch gar nicht so fern am Horizont. Das sieht gefährlich aus auf Dude. Hoffe, du musst jetzt schauen, wie er am Leben bleibt. Aber er hat Springer auch. B5 auch, das ist schon sehr Ja. unangenehm. Diese. Springer B5 war auch meine Intention jetzt hier mit König B1, damit auf der, am Ende auf der C-Linie was abgeht. So. Was hat er gemacht? G5. So will er sich wehren. Guter Zug, Nichts. Hupstud. Guter Zug. Kann man nichts sagen. Jetzt muss ich den Läufer da wegbewegen. Ja, gut, ich ziehe mal nach E5, nutze hier die Festung aus. Jan könnte auch Rapper werden. Wie siehst du das, Jan? Wärst du nicht Schachprofi geworden, wärst du Rapper geworden? Ich kann nicht rappen. Ist das eine Voraussetzung? Ja. Da haben wir jetzt schwer, glaube ich. Nee, Sonst also gerne. nicht rappen können, ist ein guter Start. Wobei bei Flair jetzt auch nie, war es auch nie ein Problem, ne? Spaß, Flair, wenn du guckst. Oh Komm nicht oh. vorbei. Ich will nicht, dass Flair bei mir vor der Tür steht. Na gut, du bist ja in Hamburg, bist ja weit weg. Was ist weit weg? Aber Ja. ich in Berlin, wer weiß, vielleicht wohnt er bei mir um die Ecke, ne? Schauen Nee, wir mal. aber Grüße gehen raus an Flair. So, was habe ich jetzt gemacht? Ich habe einfach eine Figur gegeben und ist er weg, ne? Die Figur. Aber ich glaube, ich krieg das wieder. Zeige mal, hast ja noch ein bisschen Hoffnung. Ja, A3, ich glaube, dann kann er den nicht gut Dame verteidigen. 2, Dame E4 Schach, ne? Muss man noch aufpassen hier. Oh, aber weißt du, was ich dann mache? Dann Ne? spiele ich ästhetisch. König A1. Ja. Wunderschön. Habe ich zwar alles nicht gesehen. Oh, er lässt es zu. Das ist natürlich Hofdud. Ja. Nee, hoffe, du freust dich gerade, dass du die Dame hingeschoben hast. Nein, Hofdud hat das hier für die Galerie gemacht. Er hat gesehen, das ist nicht mehr zu retten. Und dann hat er gesagt, komm, dann bringen wir ein richtig schönes Matt mit Damenopfer. Zelebrieren wir hier. Danke an Hofdud für die Partie. Hofdud freut sich natürlich, schreibt er auch. Ja. Aber ich glaube, hier war eh nichts mehr zu machen, oder? Den Läufer kann man ja gar Plan nicht. sah gefährlich aus. Kann man den noch Oder so spielen, B6? wenn ich Ach, B6 spiele B6. oder so. Ach so, B6 und vielleicht steht. Ja, steht Schwarz einfach auf Gewinn. Der Nawab sagt hier für die Rap-Karriere einfach Auto-Tune rein. Du musst nur le sagen können. Also Capital Bra-mäßig, aber ich kann das eher nicht so gut rollen. Ja, hopf du, B6 und sieht gut aus. Na Das gut. ging. Na gut, na gut. GG. Okay. So. Okay, hier. Nackmann-Sonnengambit for the win spielen wir jetzt. Dann kriegst du es jetzt mal aufs Brett. Das Nackmann-Sonnengambit hier. Da pre-move man auch schon mal E5 Ja, einfach. aber es ist ja immer ein guter Zug. Okay. Da ich ja weiß, was kommt, kann ich jetzt alles pre-moven. Mehr oder weniger. Ich weiß nicht, ob er D4 macht oder Läufer C4 zuerst. Das ist ein bisschen das Problem. Ah, Scheint okay. ein bisschen berechenbar zu sein, ne? Ja, dieser Nackmann-Song-Gambit auf TV. Ja, okay. Also das letzte Mal habe ich es abgelehnt. Ich glaube, das ist auch die solidere Wahl mit Springer schlägt Ich C3. würde so ganz prosaisch Springer C3, BC, D5 Ja, machen so habe ich lassen. auch gespielt, aber jetzt, wir spielen es Aber einmal will er nicht, aus, ne? ne? Er will hier jetzt so Dame D5 und dann. Ah, die Läufer 7, nicht Dame D5. Okay. Nee, nee, dann kommt da Springer D6, ne? Ja, ich So. dachte, so geht's weiter dann. Läufer G5, Turm E1, irgendwas. Okay, jetzt müssen wir das hier mal am Brett, müssen wir versuchen, das jetzt zu lösen. Okay, ich glaube, König E8 ist korrekt. Turm E1, uiuiui. Er schlägt den gar nicht. Okay. Das sieht ja aus nach der unsterblichen Nackmannsson-Gambit-Welt. Ja, ich glaube, jetzt werden wir so richtig, oder ich werde jetzt so richtig frisch gemacht. Ich möchte mich hiervon distanzieren. Ich hätte hier eine Sperrschlicht C3 gemacht. Ja, natürlich, du hättest das langweilig gespielt. Absolut. Tja, warte, nö, machen wir mal, bringen wir mal die Dame raus vielleicht?
Oh, ich will hier nicht direkt verlieren zumindest. Bringen wir mal die Dame raus. Aber es sieht alles anrüchig aus. Aber eigentlich müsste das doch hier noch funktionieren. Ja, so schlimm kann es nicht sein, oder? Ja, sonst würde, ich glaube, sonst würde man es auch eher noch auf Top-Niveau sehen, wenn es jetzt groß Probleme bereiten würde. Sogar noch verbreiteter, wenn es gut wäre, das nackt man sagen. Ja. Ja, Das, jetzt komisch, können wer wir hört? hier. Turm E4 oder Gleichläufer G5? Vielleicht Gleichläufer G5. Ja, Dame F7 ist doch alles im Ja. Lot. Ja. Das haben sich schon viele gedacht. Aber dann kam der Nackenschlag. Okay. Kennst du noch Kaderlot? Fällt mir bei, ist so alles im Lot ein? Kaderlot? Ja. Nee. Was ist das? Das ist ein Reality-TV-Star. Kaderlot. Die Wow, Älteren mögen sie gerne. jetzt übertreibt er aber hier bei der unsterblichen Partie. Also die Uiuiui. Dame jetzt noch zu geben, ist, glaube ich, ein bisschen viel des Guten, mein Freund. Ja, die ist. Nee, kenne ich nicht. Das Hast du muss vor gesagt, die meiner Zeit Michaela gewesen Schäfer sein. der frühen 2000er? Ja, so ungefähr, so ungefähr. So ein bisschen so Katja Krasavice, bevor es ja Instagram gab. Okay. So, wie machen wir das am feinsten jetzt? Komm. Ja, was Kendra soll's. Millar sagt, Kader ist die Beste, so sieht's mal aus. Was habe ich denn hier mehr? Eine ganze Dame? Das ist natürlich schon positiv. Größere Bekanntheit erlangte Loth im Jahr 2004 als Teilnehmerin der fünften Staffel von der Fernsehshow Big Brother. Anschließend wirkte sie in weiteren Formaten des Reality-TV mit. Loth ist außerdem als Moderatorin und Popsängerin aufgetreten. Ach so, Okay. Kader, Biografie. das ist quasi Vor- und Nachname, das hatte ich jetzt gar nicht realisiert. Okay. Ja, Kader ist der Vorname. Aha. Filme 2009 heißt Schlemmer, ich kandidiere. Ich kandidiere. Okay, das ist der einzige Film. So. Nackmannsson, das hast du ein bisschen veropfert hier, ne? War eine interessante Partie, aber doch zu viel ins Geschäft Ja, gesteckt. die Dame, das war ein bisschen übertrieben. Endlich wieder Jan, bitte mehr mit ihm, sagt Sid95. Ja. Danke, Sid, danke, Sid. So. Und Tomi GR möchte keinen YouTube-Längenvergleich mit Big Reek. Ich liebe beide Kanäle. Alles klar, keinen YouTube-Längenvergleich. Haben wir zur Kenntnis genommen. Hast du wieder Streit angefangen Nee, ich habe nur gesagt, dass The Big Reek mich fast überholt hat mittlerweile mit den Abonnenten und dass das so natürlich nicht hier? geht, ne? Nein, ich habe es ein bisschen anders gesagt. So. Danke für den Support an Felix. Der fragt, kann ich euch mit der Mobilversion von Chess24 herausfordern? Ich glaube, das geht noch nicht, oder? Ich überfragt, ehrlich gesagt, ich glaube nicht. Ich weiß nicht. Das geht noch nicht. Real Hugo 2310 stellt interessante Fragen. Wie gut findet ihr Schildkröten? Ich Besser als bin. Delfine, oder? Ja, Delfine bin ich Feind. Schildkröten bin ich so neutral, würde ich sagen. Aber ich finde Schildkröten okay, sind ja auch schon lange dabei, sind so OGs im Tier-Game. Werden ja, glaube ich, auch alt. Aber ist auch nicht sexy irgendwie, ne? Sondern wenn ich jetzt so eine Schildkröte sehe, denke ich mir nicht, krass, eine Schildkröte. Wie ist es bei dir so? Also ich denke mir schon so, bisschen krass, weil ich sehe jetzt keine Schildkröten jeden Tag, die laufen jetzt nicht hier rum in Berlin. Also habe ich schon Respekt vor, habe ich schon Respekt vor. Okay, also Shoutout an Schildkröten auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Aber weiß ich nicht. Ja, sind auch so langsam. Ich finde, die passen nicht in unsere Zeit. Ja, halt OGs, ne? Okay, Was okay, ich gut okay. finde, ist hier. Wie heißt denn hier auf Deutsch? Warane, glaube ich.
Warane? Warane finde ich gut. Sind ja auch OGs. Sind ja auch viel in Thailand unterwegs. Kennst du so Komodo-Warane, ist wahrscheinlich der gängigste, wobei der ist mehr auf Komodo unterwegs. Ach so, Aber da ja. denkt man echt, da hat ein Dinosaurier-Krokodil überlebt irgendwie. Die sind echt so, sehen aus wie vor 1 Million Jahre, die Viecher. Okay. Liebe Grüße an Warane, ich will keinen Streit machen. Das sind echt Ja. Gangster. Gut, dass du es nochmal erwähnst. So, ich habe hier wieder den Haber nach vorne geschoben. Das Ganz liebe Grüße. Also, weil ich muss schadet hier nie. nicht. Nochmal einhaken. CyEx. Ich trinke mal einen Schluck Wasser. Wasser darf man trinken bei meiner Diät. Das ist eine wasserfreundliche Diät. Ah, das ist gut. Das ist doch gut. Und Joe Griffin fragt an Jan: Blut oder Leberwurst? Ich muss gestehen, ich stehe so ein bisschen auf den Leberwurstgeschmack. So, ich kann nicht Leber essen. Leberwurst, ich mal Geschmacksnerven denken, was ist das denn? Ach, dann macht es mich so ein bisschen an, doch. Okay, und ist Leberwurst erlaubt im Moment? Da kann ich mich nicht zu äußern, obwohl das zu viel Information zu meiner sehr, sehr unsympathischen geht. Gut, gut, gut. Hack1429 sagt: Wird es irgendwann mal ein Fan-Treffen geben, ne? Meiner Niklas, aber ich kann für die Antworten nein. Niklas ist ein sehr privater Mensch. Er möchte nicht mal wissen. Er möchte nicht, dass sie ihm zu nahe kommen. Er sagt immer: Ich sag zwar, das sind alles meine Freunde, aber ich will nicht, dass sie mich anfassen, die schmutzigen YouTube-Leute. Ja, Also hat er mir so gesagt. Hat er mir so gesagt. danke Jan. Danke Jan. Dass du mich im besten Spaß, Licht Spaß, Spaß. darstellst. Das war ein Scherz. Ja, jetzt ist Hack unterstrich 1429 ganz enttäuscht. Das war nur ein Scherz. Ich habe keine Ahnung, ob es ein Fan-Treffen gibt. Niklas, wie sieht das aus? Ja, das ist eine interessante Idee auf jeden Fall. Oh, jetzt habe ich hier Süß. einen Bauern eingestellt. Aber der war eh schon nicht mehr. Ach, ich hätte E4 spielen können. Mist. So. Naja, da ist der Bauer weg. Wir spielen übrigens gegen CX, auch ein Moderator von mir. Und Wie viele Moderatoren hast du? Das ist ja hier. Ich wusste ja, das ist hier so. Ist ja ja. eine fast mafiöse Strukturen hier bei Huschenbeet. Jeder zweite ist Ja. Moderator oder Pyramid. Spender oder dies, das, alter Lachs. Pyramidensystem. Ja. Ich sehe das schon. Hut ab. Ja, gute Jungs sind das. Gute Jungs, die supporten und sorgen dafür, dass im Chat alles läuft, auch auf Discord. Also wer noch nicht auf Discord dabei ist, kommt da rein. Ist eine schöne Community da. Ich poste nochmal den Link hier. Ist eine gute Sache. Und da seid ihr auch immer up to date. So. Wie ist denn hier eigentlich die Stellung? CX ist, spielt das gut bisher leider. Aber ich habe natürlich den weit vorgerückten Habon. Ja, machen wir erstmal C5. Florian R.W. sagt: Don Huschenbeet, man wendet sich nicht gegen den Kanal. Ja. Ich merke das schon. Was sage ich, ob die Huschenbeets hier mehr die Corleones oder die Basinis sind in den Streaming Wars. Hatte ich Ja. Chess Drama auch erreicht? Ich werde ständig nach Chess Drama gefragt. Ich muss immer gestehen, ich weiß gar nicht so genau, was das ist. Bist du da im Bilde? Ich bin hier im Bilde, dass ich gerade die Dame gefangen habe. Ja, Freunde, jetzt geht's noch los. Läufer D6, ich hatte das gar nicht realisiert, aber zack, hat die Dame kein Feld mehr. Ja, Chess-Drama habe ich mir angeschaut, das Video. Fand ich auch sehr Angeschaut, war amüsant. es ein Video? Ich dachte, das ist Das, eher so ein Hashtag. nee, das war so ein Video von Penguin, heißt der. Und der macht Wer? echt, der macht. Andrew Tang oder was? Nee, nein, einen großen Schach-YouTuber. Nee, nicht Schach-YouTuber, einen großen YouTuber. Der ist Okay. irgendwie Penguin und dann noch irgendwas ZM oder sowas. Und der ist tatsächlich ziemlich witzig. Ja, Moist Critical ist der auf Twitch, glaube ich, oder so. Aber auf YouTube heißt er irgendwie Penguin. Und der hat dieses Chess-Drama-Video gemacht. Und haben wir auch ein paar Aber andere was ist das Thema? Videos. Also was ich häufiger mitkriege, ist, dass es irgendwie Beef gibt zwischen
den Leuten, den elitären Leuten und denen, die sagen, hier Schach ist für alle. So wäre das Thema irgendwie immer an mich herangetragen. Ist das dasselbe oder? Ja, genau. Also da ging es auch darum, dass Ben Feingold sich... Feingold hat irgendwas gesagt, ne? So habe ich es mitgekriegt, ja. Wie das hier. Ja. Ey, ihr solltet nicht hier den Patzern zugucken, sondern den guten Spielern oder irgendwie sowas. Ja, so, ich glaube, er hat sich abfällig geäußert über XQZ und auch über Hikaru. Und da kam ein richtiger... Lief wahrscheinlich nicht gut für ihn, ne? So Shitstorm-mäßig. Nee, das lief nicht gut. Das lief nicht gut. Er hat sich da auch entschuldigt, aber ja, da war der Schaden schon getan. Ja, ich kenne mich zu wenig aus in der Welt, aber man kann auch ganz simpel es runterbrechen, dass jeder gucken kann und spielen kann, was er will, oder nicht? Absolut, ja, also... Ja. Also wo ich mich zu wenig auskenne, ist mit den ganzen großen Twitch-Streamern und YouTubern und so weiter. Muss ich ein bisschen, muss ja alle mal ein bisschen anhören. Wie ist es bei dir? Kennst du dich da aus? Du hast bestimmt auch hier die Twitcher und YouTuber mal in deiner Show und so, oder... Gibt's ja, nicht so, ja, ich habe tatsächlich am letzten Sonntag mit einem großen deutschsprachigen Streamer eine Show mit Mickey TV und wir machen am Sonntag auch nochmal was zusammen. Ja, weil gerade ist ja viel Schachs am Boom, also natürlich auch wegen den PogChamps und ja, Papa Platte, auch ein großer Streamer, hat da teilgenommen und da ist, ja, das finde ich sehr positiv, dass viele Leute auch wieder Schach für sich entdecken und das teilweise das am meisten gestreamte oder Spiel auf Twitch ist oder dass ja, zigtausend Leute zuschauen, finde ich sehr positiv. Ja, ich glaube auch, das ist normalerweise für alle gut, also gibt da wenig Grund irgendwie zu haten. Und hier Florian RW sagt ja auch, ist ja auch oft viel Diskussion und Beef ohne Grund. Oft sehr lächerlich. Ja. Beef ohne Grund, ist das nicht ein Album von... Stress ohne Grund. Stress ohne Grund, genau. Das ist von Bushido, ja. Das klingt so nett. Bushido gegen Farid Bang oder so. Ja. Nee, kein Plan. Ich habe es zu wenig mitgekriegt. Muss es aber, glaube ich, vom Berufs her, muss ich mich da ein bisschen mehr reinfuchsen. Ja gut, es war auch dieser... YouTube-Streaming-Welt. Der Tweet, der auch drin von Carlsen, das wurde auch erwähnt. Wo er Hikaru ange... Also, wo er sich... Ja, da ging es ja um was anderes, ne? Ja, aber das wurde auch alles so reingemischt. So. Aber, okay, ja, das war alles Teil des Traumas, vieles vermischt, ja. Okay. Komm, ich weiß nicht, ob ich oder wir unsere kleinen Shows involviert waren, was ich manchmal als Feedback kriege, was glaube ich auch nicht immer zu Unrecht ist, ist, dass die Shows zu elitär sind, wobei... Elitär, damit schneidet man sich ja, wenn dann nur ins eigene Fleisch, dass man irgendwie seine Zuschauerzahl begrenzt. Aber ist natürlich ein Thema, über das ich und ich vermute du auch immer nachdenke. Mit wie viel Fachausdrücken will man um sich schmeißen, ohne dass man jetzt die Leute nicht mitnimmt. Andererseits will man natürlich auch, dass die Schachfans, gerade bei Chess24, die Premium-Mitglieder sind häufig auch halt Schach-Hardcores, dass die sich nicht langweilen, weil man jetzt jedes Mal erklärt, was Rochade ist. Ja. Wie machst du das? Ja, ich versuche auch da die Balance zu finden natürlich. Also, dass alle irgendwie... Ja, ups, dann wollte ich gar nicht. Genau, für Amateure, aber auch Leute, die schon länger dabei sind, ist zum einen unterhaltsam, ist aber zum anderen auch lehrreich. Aber es ist nicht leicht, weil natürlich die Spanne recht breit oder recht weit sein kann. Ja, das Problem hat man immer. Ich glaube, es ist aber auch nicht so simpel, dass man einfach sagt, okay, ich erkläre alles ganz basic jedes Mal, weil man damit halt auch sehr häufig die Fans, die man hat, verprellt, die das halt schon 50 Mal gesehen haben. Also wenn du jetzt jedes Mal erklärst, hier, jetzt mache ich Rochade, das heißt, der König nähert sich an den Turm und der Turm springt über ihn rüber. Damit langweilt es halt auch immer super viele Leute. Ja. Aber ich finde es auch schwer. Ich habe einen gemeinsamen Nenner gefunden, dass alle sauer auf mich sind,
weil ich meistens einfach gar nicht über Schach rede, sondern die sagen, Digga, du kommentierst hier ein Schachturnier, hör bitte auf, über Filme oder Comedians zu reden. Also da können sich immer gute und schlechte Spieler sehr schnell darauf einigen. Okay, ja, wunderbar. Dann Ja, passt das ja. So, wenn ich den Läufer zurückziehe nach E6, apropos ein bisschen Schach zwischendurch mal kurz, naja, eben, siehst du, dann ich kann er bin. hier die Qualität opfern auf C6. Da bin ich mir ein bisschen unsicher. Ach, da nicht, nee, Mr. Atze hier. Ja, Mr. Atze, guter Mann. Aber ich weiß nicht, ob du den Kommentar eben gesehen hast von Hatet mich, Beef ohne Grund und auch Diät von Jan. Hat mir gut gefallen. Ah, kann ich nicht Ja oder Nein zu sagen. Ja. Ah, clever auf jeden Ja. So, ich zähle den Läufer Ich habe mal auch gesehen, Jan, Position normal dazu. hört Jan privat Assi-Rap. Ja, über die assigen Sachen reden wir noch gar nicht. Ja, nee, das ist nicht Was bei dir? jugendfrei. Hörst du noch so ein bisschen Assi-Deutschrap? Was ist denn Asi-Rap? Weiß ich auch nicht genau. Finch Ja. asozial? Wer? Hat auf jeden Fall alles im Namen. Finch asozial. Kenne ich gar nicht. Super, super. Sehr zu empfehlen. Fitch. Ich denke an 187. Aber sind ja auch Hamburger Jungs, ne? Muss man supporten. Meine Jungs, meine Jungs. Tschüss. Falls du zuguckst, ganz liebe Grüße. Ich will keinen Streit. Ich muss So. auch gestehen, ich bin viel von der, wie man so sagt, ich bin viel problematisch so von der Außendarstellung, aber ich finde Musik schon heimlich. Standard. Gerade alles mit Standard ist Trettmann, gut. Ja, ey. Trettmann ist natürlich. Trettmann ist gut. Trettmann, ey, bester Mann. Bester Also, Mann. nach Finch asozial. Von Finch Asozial habe ich noch nie gehört. Ja, Finch asozial ist, glaube ich, deine Welt. Meine Welt. Weiß ich nicht. Was ich auch immer noch sehr feier, ist hier wieder Opa Jan. KIZ finde ich immer super. Liebe Grüße nach Berlin. Ja, die machen nichts mehr, KIZ. Ja, Nur ich sag, Tarek. ich höre meine alten Opa-Sachen so. Okay. Ja, also ich Hahnenkamm höre KIZ höre ich immer noch so. Einmal die Woche bestimmt. einmal die Woche, echt? Wahrscheinlich nicht, aber sehr, sehr häufig. Und was sagt deine Frau dazu? Na, ich interagiere ja mit dem Rest meiner Familie. Ich Achso, habe okay, gut, dann ist ja gut. einiges an AirPods, Pro AirPods, Super Pro AirPods. Ah, bist ja ausgestattet. Na, sowas von. Ich kriege halt die Außenwelt nicht mit, aber irgendwas immer. Hier, Kendra Millar sagt, Finchi ist der Beste, so sieht es nicht mehr aus. Der Real Hugo lobt auch KIZ. Ja, KIZ. Früher auch viel gehört. Aber jetzt weniger. Jetzt eher Raf Camora und Contra K. Sind auch beides gute Jungs. Ach Kann man ne, nicht sagen. Contra K komme ich nicht. Komme ich nicht drauf klar. Sorry, Echt? Contra K, ey, ist nichts Persönliches. Nee. Aber dieses so halbe Motivationsschissel, so, Ah, dann nicht, ne? ne. Ganz liebe Grüße. Ich glaube nicht, dass Kontra K jetzt da Meinst du, besonders Contra K kommt wütend manchmal? wäre. Weiß ich ja nicht. Man weiß ja nicht. Nee, das ist. Ich glaube, der sieht das ziemlich entspannt. So, C6 erstmal. Florian R.W. sagt, Selbstjustiz ist das beste Lied von KIZ aus meiner Sicht. Okay. Also nicht objektiv, ist so deine subjektive Meinung was? Vielleicht könnte deine Mutter oder Schwester sein. Das Lied kenne ich gar nicht. Was mir jedes Mal im Ohr hängen bleibt, ist hier, wie heißt es? Wahrscheinlich heißt es Jimmy Blue Ochsenknecht, ne? Ah ja, das ist gut, ja. Jimmy Blue Jimmy Ochsenknecht. Blue, Ich weiß Jimmy nicht, ich krieg's Blue. nicht aus dem Kopf raus. Ich krieg's nicht aus dem Kopf raus. Ja. Kontra K, weil Jan jetzt in Folge, ich befürchte es auch, ey. Was habe ich da getan? Rabiga, Robert Rabiga, liebe Grüße, Berliner Großmeister, ist auch großer Kontra K-Fan. Echt? Äh, Das hätte ich ich, jetzt nicht ich, gedacht. ja, ich konnte mich nicht reinfuchsen. Also ist mir zu viel Motivation. Ich will unmotiviert bleiben, Ja, Kontra das K. musst du hören, wenn du pumpst im Gym. Ja, eben, es ist echt, es tut gar nichts für mich. Na gut, da kann man nichts machen dann. So, ich habe hier den Springer eingesammelt. Kendra Millar ist auch nicht Kontra K-mäßig unterwegs. Kontra K will sicher auch seine Schachskills verbessern. Ja, da bin ich. Ja, das Ich auch. glaube, er will eher seine Deswegen machst du Boxskills das auch. verbessern. Das, ich glaube, deshalb würde ich auch scheitern als Streamer. Ich hab's nicht drauf, sobald irgendjemand mit irgendwie ein Schachfoto hatte, da mal so einen unauffälligen Tweet zu senden. Ey, at Arnold Schwarzenegger, ey, at starker Mann. It would be a great honor and a pleasure for me to give you a lesson on stream.
Ich kann das einfach nicht. Das muss man ja gleich Ach, war machen, so ein das bisschen, so? das Netzwerk, ne? Nee, weiß ich War nicht, nur das als so mit dem Beispiel. Ich sehe, dass Mauern? viele Leute machen. Ist ja auch völlig legitim, dass man halt so jeder, der irgendwo mal in der Nähe von einem Schachbrett gesehen wurde, dass man die halt anschreibt jetzt, um zu sagen, ey, lass mal was zusammen machen. Was ja völlig okay ist, aber das habe ich irgendwie nicht drauf. Ja, du bist doch viel auf Twitter unterwegs, so. Ja, aber eher so zum Trollen oder passiv. Also ich bin echt nicht so. Ich bin nicht so der Netzwerker, ist glaube ich mein Problem. Das ist mir immer unangenehm. So. Aber ich muss dir echt noch die Technik zeigen. Es wird leider schwierig, vor allem habe ich auch die schlechte Zeit. Naja, das ist gar nicht so leicht geschaut, ne? H4E3, da gibt es gleich sogar Bücher drüber. Gibt's Also so Bücher ein Verständnis. drüber? Dieses Ei. Endstück wird, glaube ich, in Büchern behandelt. So, Dворецкий, diese Struktur mit H4E3, hat er, glaube ich, drüber geschrieben. Ja, die Ist das Türme so? sollte man wahrscheinlich tauschen. Das, Ja. ja. Ah, jetzt hat er es eingestellt. Darauf habe ich doch gehofft. E3 hat er nicht gemacht. Hättest du mal E3 gemacht, Mr. Atze. Ah, jetzt gibt er auf. Alles klar. Okay. Immer noch über 1000 Leute dabei. Okay, wie viele Partien wollen wir noch machen, Jan? Machen wir die letzten beiden hier. Wir haben noch 1000 Leute am Start. Das, Opa Jan muss hier gleich schlafen. Das ist ja einer der vielen Nachteile von Kindern. Davor waren ja keine. Manchmal schlafen die gleich bis 11, sondern sind dann schon vorher wach wieder. Frechheit. Eine Frechheit. Okay, also noch zwei Partien, sagst du? Und was wollen wir Ja, machen für ein machen wir zwei. Format? Ja, wie du Spaß hast. Spielen wir gegen Störtebeker hier. Auch ein schöner Name. Was wollen wir machen für ein Format oder ist das der Lachs? Ist mir echt ziemlich Laterne, aber sag du es, da ist seine Show hier. Okay, dann machen wir nochmal. Ich sag die Figur und du ziehst sie. Okay. Bauer. Der allerbeste deutsche Opa Aha. ist Retro-Gott slash Hus Retro-Gott. und Ho. Ich weiß Habe ich noch nicht. nie gehört. Also es gibt Retro-Gott auch habe ich so noch nie gehört. viele Rapper mittlerweile, ne? Was gibt es mehr? Schachstreamer oder Rapper? Auf Deutsch auf jeden Fall Rapper, glaube ich. Ja, aber Wahrscheinlich auch Englisch auch. Schachstreamer sprießen auch aus dem Boden wie. Ne? Grüße gehen raus an Daniel, der jetzt einschaltet. Ein bisschen spät bist du dran, mein Lieber. Störteberger ist auch nicht mehr am Start, habe ich eine Ahnung. Okay. Oh, mein Ja. Bein ist eingeschlafen. Wenn es auch die ganze Zeit auf dem Tisch liegt. Boah, boah. Müssen wir einen Ich hoffe, Arzt es bleibt auch rufen? eingeschlafen. Das scheint echt hier schon so im Nachtmodus zu sein. Das ist ja jetzt 8 Stunden weg. Irgendwas ist ja immer. Irgendwas ist So, immer, ja. Störteberger ist nicht da. Ne, ich befürchte auch. Okay. Dann such du doch mal jemanden aus, mein Lieber. Ich such mal hier die Nero-Kille. Ich habe natürlich hier meinen Premium-Bias, muss ich gestehen. Aber die Nero-Kille wäre auch einen guten Nutzernamen. Dinero Kille. Dinero ist doch schon wieder, das klingt schon wieder wie so ein. Ne, Dinero ist Geld. Das klingt wie. Dinero ist Geld auf Spanisch. Ja, wie Spanisches Krypto schon Geld. wieder. Also Euros. Stimmt, ich suche immer hier die Geldsäcke aus, ne? Krypto, Dinero-Kille. Ja. Dinero-Kille, du bist auch nicht da, wa? Also schon eingeschlafen vorm Fernseher. Besser später als nie, Daniel. Ja, schön, dass du noch einschaltest. Dinero Kille. Ah, Da, jetzt. jetzt da ist er. Auf die letzten Dinero. Meter. So, dann sag ich mal Springer. Springer, komm her. Yes! Da ist das Matt! Springer. Und vielen Dank für das neue, für den Support an. Also muss ich mal kurz den Namen hier recherchieren. Ich sag mal Bauer. Hast schon wieder Dinero gekriegt hier? Ja? Das läuft bei dir. Ja, ein neues Mitglied haben wir. Und zwar. Wo hab ich's denn jetzt? Sehe ich es gerade nicht mehr. Springer. CDOS. TZ CDOS. Bauer. Schön, dass du jetzt auch dabei bist. So, Bauer. Aljechin, Läufer. Jächen kenne ich nun echt wie meine Westentasche. Ja. Läufer. Springer.
So, machen wir mal ein bisschen Druck auf die Bauern hier auf D4 und C4. Mal sehen, ob er die auch zusammenhalten kann. Kann er, befürchte ich, kann er. Der Dinero ist mit Na, als allen Wassern Läufer? gewaschen. Also. So, er will. Naja, machen wir es trotzdem. Springer. Schon. Wenn schon, denn schon. Er kriegt den Bauern zwar zurück, aber. Irgendwas immer. Was ist da los hier, Robert Dinero? Hast du nicht überlegt vorher oder Dame was? B3. D3 kann es gar nicht sein, Naja. Francesco. Lauf schlägt C6 und Dame A4 war schon notwendig. Na, gleich da mal vier Aber kommen dann zu D5. Achso, ne, diskutieren. Quatsch. Ich bin schon. Ja, Springer. Ich muss ja nur die Figur sagen, den Rest machst du. Ja, ich regel es schon. Ja, du regelst das. Ja. Ich mach das parat. Du machst was? Ich mach das parat. Dann sagt man das so, Ach oder? so. Sagt ihr, jungen Leute, redet ihr nicht so? Nee. Ich muss gestehen übrigens, ich habe eben gesagt, ich feiere das. Das ist eine Redewendung oder eine, die mir so seit 2, 3 Jahren geläufig ist. Sagt man das schon länger? Wahrscheinlich, ne? Ich feiere das, habe ich früher nie gesagt. Die haben es nicht gesagt. Springer, Die haben gesagt, so finde ich gut oder so. ja, ich glaube, das gibt es schon länger. Oder Freunde im Schon lange, Chat, ne? Ja, unsere ja. jungen Zuschauer, ihr seid doch da immer auf dem Trend, was gerade in Hier. ist. Trendy Jugendsprache, Zuschauer. Ja. Seit wann sagt man, ich feiere das? König. Wo ist der Chat denn? Ich kann den Chat nicht mal lesen, weil den Chat Ja, müssen ich die habe den Karten jetzt lesen. hier offen. Sorry, sorry, sorry. Ja. Ich feiere das, ist jetzt seit 3,25 Jahren auf dem Markt. Okay, dann geht's ja noch. Da war ich doch früh dabei in der Feierbranche. Sehr gut. Turm. Das ist Bist du? Knorke, ja. Knorke, ja, das hat man früher schon gesagt. Das fand ich immer doof. Doof. Springer. Welchen wohin? Den dahin vielleicht? Ja, komm. Bist du ein Firebeast? Bist du da? Okay, jetzt im Moment Corona-mäßig wahrscheinlich eh nicht. Aber bist du viel so in den Berliner Clubs, Bars, Diskotheken unterwegs? Diskotheken, haben wir auch früher gesagt, Kinder. Diskothek, ja, das wissen gar nicht mehr die Leute, was das ist, ne? Diskothek. Nachtclub. Ein Tanzlokal. Ja, ich wollte eigentlich mal wieder ein bisschen mehr ausgehen dieses Jahr, weil ich bin erst vor kurzem so ein bisschen mehr ins Zentrum gezogen in Berlin. Ah, jetzt kriegen wir doch hier noch Informationen. Informationen. Ja, ich war ein bisschen außen vor Springer und war dann auch in ein paar Clubs noch im Dezember, aber dann ja in Südamerika. Turm? Ah ne, warte, warte. Ja. Ich hätte erst, doch erst Springer sagen sollen. Verdammt. Hätten wir erst auf E3 raus bimmeln können. Ja, Irgendwann und zu spät. dann kam natürlich hier Corona. Dann kam Corona, du gerade im Berghain und zack, alle raus, nichts mehr. Ja, Das machen wir einzige, nochmal was ich Turm. wirklich kann. Berghain ist. Oh, Springer A4 hat er sich schon vorbereitet Er gehabt, sich oder ja alle wie? eingeplant gehabt, ne? Der feine Herr. Okay. Das ist jetzt ein Problem. Ich glaube nicht. Ne? Turm. Nicht wirklich. Turm, muss ich jetzt schon wieder nachdenken? Ach, nö, ich will doch nicht mal nachdenken. Naja, ist eigentlich nicht so schwer, ne? Zwei Figuren sind angegriffen. Für mich ist das schon nicht so ohne hier. Wo ist das Problem? Nö, keins. Ich habe nur geguckt, ob irgendwas anderes geht. Wolltest du Springer E3 machen, oder? Ja, Ja. ich wollte Sprech 3 Ja, ausprobieren. ein bisschen lahm. Der schöne Genuss. Springer. Ja, Berghain, So, jetzt wird da. gefragt, sagt ihr Ehrenmann zu anderen? Ich nicht. Ist das ein Ding? Also ich lese häufiger, das ist gleich ganz normales Kompliment heutzutage, ne? Aber in meinem Aktivwortschatz ist es nicht so. Bei dir sagst du Ehrenmann? Nee, ich weiß gar nicht, wann ich das sagen soll. Springer. Nee, das ist Wenn mir du dann auch irgendjemand irgendwie. korrekt findest oder wenn irgendwas Korrektes machst, dann sagst du so, Ja. hier, Ehrenmann. Springer, Ja. sagst du? Ja. Das Turm zu 7, jetzt wird er aber aktiv hier.
Sagen wir nur mal Springer. Das war ein Einstellung Schuss, ist Schuss heftig, in den ne? Ofen. Wobei es geht sogar noch. Doch, er kann sich noch mal. Ah, ne, er kann sich nicht ganz. Doch, er kann sich noch rausreden, ne? Jetzt entscheide dich mal, kann er oder kann ich? Kann er? Er kann. Oder? Kann er nicht? Ist nicht. Kann er nicht? Conor McGregor. Ja, Turm. Ja, Turm B3. Habe ich gesehen. Macht nichts. Dann müssen wir jetzt wohl mit dem Bauern mehr uns zufrieden geben, oder wie? Das war ein Gast geben. Dame. Ja. Turm. Den Bauern mehr müssen wir jetzt verwalten. Naja, er ist ja in gierigen Händen. Die Partie ist richtig lit. Ja, lit, das sagt man eher in den USA, sagt man in Deutschland nicht so viel, glaube ich. Ja, habe ich aber auch nicht in meinem Englisch-Wortschatz, muss ich sagen. Ist gleich auch so ein junge Oh, Leute-Ding. der hilft uns jetzt. Das ist aber nett. Danke an die Nero Kille, Dame. Oh, Dinero. Das ist aber ein Ende mit Schrecken hier jetzt. Ne? Besser als ein Ende ohne Schrecken. Ehrenmann, Dinero. Ne? Besser als ein Schrecken ohne Ende, so rum. Moment. Schrecken ohne Ende. Ja, ist richtig. Okay. Gut, danke für die Partie an die Nero Kille. So. Ja, Ehrenmann wird schon inflationär benutzt, das stimmt. So. Sagst du stabil? Sage ich auch nicht. Irgendwie, ich weiß nicht, Oder also. wirklich nur so oldschool, so der Tisch ist sehr stabil. Aber ich sage nicht so, ey, stabiler Typ. Ja, das. Keine Ahnung, aber ich assoziiere das irgendwie mit so ein bisschen. Weiß nicht, das klingt so ein bisschen. Also einen leicht völkischen Einschlag, ne? Ich sag's dir doch. Völkischen Einschlag. Das klingt gut, ja. Küsst Ja, der dein kommt mir, Auge. geht mir, ja, geht mir irgendwie nicht von der Zunge. Wahrscheinlich zu Unrecht, wahrscheinlich auch Ja, nicht auch so sowas cool. wie küsst dein Auge oder sowas, küsst dein Herz. Irgendwie, weiß ich nicht. Da bin ich nicht dabei. Küsst dein Auge, küsst dein Herz, wäre ich dabei. Ich weiß gar nicht, was heißt, aber Okay. habe ich dabei. Ah, nee, ich habe echt viel verpasst, so was Sprachgebrauch angeht. Hauptsächlich, weil ich nicht aus dem Haus gehe. Und ja, man kriegt es ja nicht mit, ne, wenn du nicht zufällig irgendeinen Stream guckst. Ja, da musst du auch die richtigen Streams gucken im Prinzip, ne? Also. Ja, aber ich kenne echt keine Leute. Also ich kenne eh wenig Leute, muss ich gestehen, mit denen ich mich so hier leider privat treffe da draußen in der Wildnis. Und wenn, dann sind die meisten nicht so jung, dass sie so wüssten, so wann sagt man stabil, wann sagt man Ehemann, wann sagt man ich feiere das, wann sagt man lit. Maschallah. Ja, ich glaube, in der Regel, wenn irgendwas positiv ist, sagt man das. Ja, nee, ich weiß schon, was es bedeutet, aber so wie ich als alter weißer Mann ich da bringen Ja, kann. Weiß ich nicht. Also es gibt viel zu lernen noch. Florian EW sagt, das meiste ist halt einfach nur cringe. Ja, kommt gleich auch darauf an, wer es wann sagt, ne? Ob es halt so passt oder nicht. Nee, die Anspielung war auf das Wort cringe. Okay, so, letzte Partie hier gegen Enrico D96. D96, ist das ein Schacheröffnungscode? Wahrscheinlich. Ja, machen wir einfach nochmal abwechselnd, würde ich sagen. Oder er ist großer Fan der Fernsehserie Deutschland 96. Das könnte ja auch sein. Was du für Serien kennst, noch nie gehört. Gibt es gleich auch gar nicht, ne? Wie heißt das Deutschland? Deutschland 83 und 86? Oder wann war das? Weiß es nicht, du. Oder war es doch 93? Ne, Deutschland. Ah, ich hab Deutschland 83, glaube ich. So, bin ich dran mit etwas ziehen? Ja, ich habe noch ein paar Züge gemacht, dass wir nicht zu viel auf der Uhr nach hinten gehen, aber. So. Cool, krass und heftig ist für Ü35. Alles klar, der Finko Cool, DJ, krass weiß und ihr Bescheid. heftig. Ja, finde ich auch. Ist mir auch zu krass. Ja, ist zu krass. Heftig, heftig, heftig. Ja, stimmt, so haben wir früher geredet. Ey, was geht denn, Digga? So, hier ging es Fashion Kauf. Uiuiui. Und Enrico D96, der spielt das alles runter. Ist das hier vielleicht? Ist D96 Fashion Kauf? Nee, ich glaube nicht. Nee, ist wahrscheinlich was B irgendwas. Dame F3, kennst du das auch noch alles? Ich bin ja schon mal wieder raus. Ja, ich dachte A5 ist ein bisschen ungenau. Okay, der feine.
Ich weiß nicht, H5 ein bisschen vorschnell war, Enrico. H4, Gott, oh Gott. So, jetzt. Jetzt G4 oder C5 oder wie machen wir hier jetzt Action? Ja, du machst das schon. Vielen Dank für den Support Achso, an. ich bin dran. Ah, Ja. sorry, sorry. Ja, G4 ist gut. G4 ist gut. Nochmal danke an den Support für The Real Hugo, der sagt: Danke für den entspannt witzigen Abend, ihr beiden. Freue mich aufs 100.000 Spezial. Okay. Ja, das wird wohl noch ein bisschen dauern. Mal sehen. Was ist da los hier? Subscribe. Sagt man Subscribe oder sagt man auf YouTube? Folgen, Abonnieren, subscriben, abonnieren. abonnieren. Oh, den Läufer, den snacken wir uns. Aha. Das ist ja Abo-Alarm. Tja, jetzt haben wir ja doch mehr Pferdchen. Kann ja so falsch nicht sein. Läufer A3, okay. Läufer A3, guter Zug. Immer im Special Kopf die Weiß für den Läufer abtauschen. Weil hier, uns wäre doch noch mehr Sprache beigebracht. Wenn man auf Wish bestellt, was heißt das? Das kenne ich auch nicht. Auf Wish bestellen. Kenne ich auch nicht. Beispiel. Einer sagt, er wäre richtig gut im Schach, ist aber nur die schlechte Version von Magnus Carlsen. Ja, ist ja jeder dann die schlechte Version von Magnus Carlsen. Ne? Wenn man Magnus Carlsen auf Wish bestellt. Ich verstehe das Beispiel nicht mal. Ist so, wenn man übertreibt oder was auf Wish bestellen. Das klingt auch sehr komisch irgendwie. Aber wer weiß, vielleicht ist es bald im Sprachgebrauch angekommen. Im Moment, wenn ich das alles noch ein bisschen auf Wish bestellt. Daher, Kochstoff Daumen sagt, Jan, mach nochmal was mit RBTV. Ja, kommt, kommt, kommt. Mach dir da mal gar keine Sorgen. Da wird sowas von auf Wish bestellt. Ach so, jetzt verstehe ich das. Wish kenne ich sogar. Das ist eine China-Plattform, auf der man so alles so hier Jordan-Schuhe für 3 € und so bestellen kann, oder? Ist das nicht hier Wish? Da fragst du, also. Nee, ich frage nicht dich, ich frage den Nee, Chat. ja. Ich glaube, Wish Werbung kriege ich und so. Ja, genau. Okay, jetzt verstehe ich das auf Wish bestellt. Ah, hier, du hast Enrico, hast matt gesetzt, ne? Ich achte, dass ihr bestimmt auch Ja, mal ich dachte, wir können das habt. hier noch zelebrieren mit dem Damenopfer, aber es kam leider nicht dazu. Ja, verstehe, verstehe. Okay, jetzt habe ich es verstanden, hier das auf Wish bestellen. Ist ja ein günstiger Lieferservice. Also vielen Dank an Enrico D96. Ja, haben wir so einiges gelernt heute. Vielen Dank, Alles Chat, gelöscht. für die Auskunft. Jetzt kann ich auf Absolut. jeden Fall wieder mit den, weiß nicht, mit den Ehrenmännern draußen abchillen. Vielleicht musst du deinen Sprachgebrauch ein bisschen anpassen. Ja, statt den Chat Freunde zu nennen, sagst du jetzt einfach, ey, Ehrenmänner, was geht? Ja, seid ihr stabil oder was heute? War doch mal wieder richtig Und lit. hier schön bei Huschenbeet bleiben und hier nicht auf Wish bestellen, hier die YouTube-Kanäle. So ist das. Der Real Hugo möchte, dass wir einen Dreier-Stream machen mit Anna für 100.000. Ja, das sehen wir dann, wenn es soweit ist, mein Lieber. 100.000 sind noch weit weg. Von daher, das Ist das ist. nicht ein Lied von diesen Trap-Rap-Kindern? 100.000, 100.000? Schon. Da kennst du wieder mehr. Also du hörst doch Ja, heimlich ein ich bisschen selber. Deutsch, das kannst du nicht sagen. Absolut, absolut. 100.000, 100.000. So, dann ja, vielen Dank Jo. auf jeden Fall für die Einladung. Ja, Hat vielen Spaß Dank, dass gemacht. du ihr gefolgt bist. Also, Freunde, jetzt sage ich schon wieder Freunde. Also, zeigt einmal ein bisschen Dankbarkeit, dass Jan sich heute hier seinen freien Abend genommen hat und hier dabei war im Video, im Livestream. Also, das ist wirklich. Hab mich sehr gefreut, es war ein sehr spaßiger Stream. Ich glaube, ich habe lange nicht so viel gelacht. Ich hoffe, euch hat es auch sehr viel Spaß gemacht. Und ja, vielen Dank, dass ihr alle dabei wart. Und natürlich großes Danke an den Support, die Mods, die Mitglieder, die alle, die gespendet haben, aber auch alle, die jetzt so lange zugeschaut haben. Und natürlich an Jan, mit dem ich hier einen sehr schönen Abend verbringen konnte. Jan. Ja, ich habe es auch sehr gefeiert. Bleibt stabil, ihr Ehemänner. Ich küsse eure Augen. Schöne letzte Worte. Macht's gut, Freunde. Ciao.